Wenigen Menschen wird der Vorzug zuteil, eine höhere Bestimmung als die bloße Existenz zu erleben. An der Seite eines großen Helden ferne Länder zu erobern und wilde Völker zu unterwerfen. Märchenhafte Schätze zu erbeuten und in unbekannte Weiten vorzustoßen, die bisher kein zivilisiertes Menschenauge gesehen. Das Glück, unsterblichen Ruhm zu erfahren, schenkte uns Alexander, den die Nachwelt den Großen nennen wird. Ein Held, wie ihn die Welt bisher nicht gesehen. Ein Gott, den Herakles gezeugt in Olympias Schoß. Den die Götter geliebt wie keinen zweiten und den sie früh, allzu früh zu sich holten. Wir, die gefürchteten Krieger Makedoniens, waren dabei, als Alexander die mächtigen Perser unterwarf, als er uns das sagenhafte Babylon zu Füßen legte und die Reichtümer Ägyptens. Wir kämpften an seiner Seite, als er die stolzen Meder, die kühnen Baktrier und die wilden Saker besiegte. Er brach den Stolz der Uxier, der Arachosier und Drangianer. Wir waren Zeugen, mit welcher Macht er die wilden Parthier, Chorasmia und Hyrkania längs des Kaspischen Meeres demütigte. Mit ihm überstiegen wir den mit ewigem Schnee bedeckten Kaukasus, den Oxus und den Tanais. Wir hielten ihm die Treue, als er den Indus überquerte, wie nur der Gott Dionysos vor ihm. Den mächtigen König Poros niederwarf und die Mala und Oxydrata züchtigte. Wir durchschwammen den Hydaspes, den Akesines, auch den Hyraotes. Sogar den Hyphasis hätten wir bezwungen, wenn wir, die kleinmütigen und heimatkranken Söhne Makedoniens, ihn nicht daran gehindert hätten. Alexander war es, der mit uns durch die schreckliche Wüste Gedrosiens, die niemand vor ihm mit einem Heer durchquert hatte, heim nach Westen zog. Doch in Babylon, wo er den Scheiterhaufen für seinen verstorbenen Liebling Hephaestion aufrichten ließ, erreichte ihn der Ruf der Götter. Ein verzehrendes Fieber warf unseren Helden auf das Krankenlager. Und als wir zornig begehrten, unseren geliebten König zu sehen, da wurde uns Einlass im Palast gewährt, und wir Veteranen schritten in langen Reihen an unserem gottgleichen Herrscher vorbei. Unser geliebter König reichte jedem von uns die rechte Hand, winkte uns mit den Augen den letzten Abschiedsgruß zu. Die Götter hatten ihm bereits den Mund versiegelt. Als die ruhmbedeckte Seele schließlich den leblosen Körper verließ, brach großes Wehklagen im Heer aus und die Sonne verfinsterte sich. Wir zogen betrübt und ohne Hoffnung zurück in die Heimat, um denen von den gewaltigen Heldentaten unseres großen Alexander zu berichten. Alexanders Jugend. Alexander, der Sohn von König Philipp von Makedonien, wurde im Juli 356 in Pella, der Hauptstadt des makedonischen Reiches, geboren. Seine Mutter Olympias war eine Tochter des Königs Neoptolemos von Epeiros aus der Dynastie der Ajakiden. König Philipp hatte sie etwa 2 Jahre vorher bei einem Besuch auf der Insel Samothrake kennengelernt und zur Gemahlin genommen. Olympias war eine Frau von leidenschaftlichem Charakter. Schon in Epeiros hatte sie an den dionysischen Orgien als Tänzerin teilgenommen. Sie war selbstbewusst, stolz und unberechenbar, religiös, exaltiert, durch ihre Herrschsucht gefährlich, im Hass und in der Rache furchtbar. Alexander muss sehr stark an seiner Mutter gehangen haben. Er bewahrte zeit seines Lebens, auch in fernen Ländern, eine bemerkenswert starke Bindung an sie. Schrieb ihr viele Briefe und sah sie auch in persönlichen Fragen als seine einzige Vertraute an. Alexanders Drang nach der Ferne, sein Verlangen nach dem Äußersten, Exzentrischen und Abenteuerlichen, war mit Sicherheit ein mütterliches Erbteil. Dagegen war sein Verhältnis zu seinem Vater Philipp, mit dem er später sogar offen in Streit geriet, von Anfang an weniger eng.
Der übermächtige Herrscher lastete auf dem Sohn, der in sich die Fähigkeit zu großen Taten verspürte. Aber seine hohe Intelligenz, die beispiellose Willenskraft, Zielstrebigkeit und die Geschicklichkeit, mit jeder noch so schwierigen Situation fertig zu werden, all diese Eigenschaften verdankte Alexander seinem Vater. Wohl auch die Zornesausbrüche und die Neigung zur Trunksucht. Philipp, der das stolze und widerspenstige Volk der Hellenen unter seinen Willen gezwungen hatte, sah in seinem Sohn den geeigneten Nachfolger. Alexander hat seine Jugend in Landschaften verbracht, die zu den schönsten Europas gehören. Die Makedonen, in deren Mitte er aufwuchs, waren freie Hirten und Bauern. Die Aristokratie, landbesitzender Schwertadel, hielt sich, wenn nicht gerade irgendwelche Kriegszüge stattfanden, bei Hofe auf. In ihren Anfängen haben die Makedonen im Tal der Wistritza gesessen, in den Bergen an der Grenze zwischen Albanern und Serben. Von da aus sind sie in die Ebene von Manastir und zum Ochridasee vorgedrungen. Von dort aus hat sich das kleine Bergvolk nach Süden an den Rand des Gebirges vorgearbeitet. Dort wurde Aigai gegründet, die erste geschichtlich überlieferte Hauptstadt der Makedonen. Wie ein Adlerhorst schwebt sie über der wasserreichen, fruchtbaren Ebene, die sich vom Fuß des Gebirges bis zum Golf von Saloniki hinzieht. Anfang des 7. Jahrhunderts begannen die Makedonen von Aigai aus, die Ebene, auf die sie bisher nur hinabgeblickt hatten, zu erobern. Nachdem ihnen das gelungen war, gründeten sie an der Küste Pella ihre zweite Hauptstadt. Doch blieb Aigai der geheiligte Mittelpunkt des Reiches und die Ruhestätte der Herrscher. Alle großen Feste wurden auch weiterhin in Aigai gefeiert. Schon im Altertum wurde darüber gestritten, ob die Makedonen Hellenen seien oder nicht. Von den Griechen wurden sie nicht als solche anerkannt. Lange hatte das griechische Volk hochmütig auf die Makedonen herabgeblickt. Nachdem Alexander Persien erobert hatte, blickten die Makedonen hochmütig auf die Griechen herab. Die Griechen, denen die Demokratie als Inbegriff politischer Weisheit galt, sahen die Makedonen als Barbaren, weil diese bei ihrer bäuerlichen Verfassung geblieben waren. Der makedonische König war ein Krieger, wie rückständig das doch war, geradezu gewöhnlich und ordinär. Der heranwachsende Alexander wurde fast ausschließlich von der Mutter erzogen, schon weil Philipp die meiste Zeit Krieg führte. Olympias bestellte als Amme für ihren Sohn eine gewisse Lanike, die dem makedonischen Adel entstammte. Sie blieb bis zum 6. Lebensjahr Alexanders im Palast zu Pella. Ihr Bruder war Kleitos, der erste Jugendfreund und ständige Begleiter Alexanders, der später in der Schlacht am Garnikos zum Lebensretter des jungen Königs wurde und von ihm, trunken und voll blindwütigen Zorns, nach einem Gelage mit einem Speer durchbohrt wurde. Mit 6 Jahren erhielt Alexander, wie es in vornehmen makedonischen Familien üblich war, Erzieher mit griechischer Bildung. Doch der Einfluss der Mutter blieb. Sie hielt ihn vor allem auch nachdrücklich zum Götterkult und Opferwesen an. Selbst als Alexander in Babylon fieberkrank da niederlag, schleppte er sich 2 Tage vor seinem Tod noch in den Tempel, um den Göttern zu opfern. Als Alexander 13 oder 14 Jahre alt war, begann Philipp sich mehr als bisher um die Ausbildung des jungen Prinzen zu kümmern. Er bestellte als Erzieher den großen Philosophen Aristoteles von Stageira zum Lehrer seines Sohnes. Dieser Unterricht durch einen der größten Denker des Altertums bestimmte in den darauffolgenden 2 bis 3 Jahren wesentlich die geistige Entwicklung des Heranwachsenden. Alexander selbst soll später geäußert haben, seinem Vater Philipp verdanke er, dass er lebe, aber seinem Lehrer Aristoteles, dass er Recht zu leben verstehe. Aristoteles weckte in ihm die Vorliebe für Bildung, Kultur, Forschung und Medizin. Im Feldlager pflegte Alexander seinen Freunden Arzneimittel und Diät zu verordnen.
Die Erforschung der Fauna, Flora und Mineralien war ihm auf seinen Zügen so wichtig, dass er planmäßig Beobachtungen und Material sammeln und an Aristoteles schicken ließ. Das Weltbild, das Aristoteles ihm gelehrt hatte, diente dem späteren Welteroberer zur Orientierung. Über Entdeckungen hat er mit seinem einstigen Lehrer regelmäßig korrespondiert. Die Schlacht von Chaironeia. Die Lehrjahre des jungen Prinzen waren beendet, als Philipp, der während dieser Zeit den größten Teil Thrakiens unterworfen hatte, den damals 16-Jährigen zu seinem Statthalter oder Stellvertreter in Makedonien ernannte. Der König wurde von seinem Sohn nicht enttäuscht. Eine Probe seiner persönlichen Unerschrockenheit und Klugheit hatte der Prinz durch die später oft erzählte Episode von der Zähmung des thessalischen Hengstes Bukephalos gegeben, der dem König zum Kauf angeboten war, aber wegen seines störrischen Charakters zurückgegeben werden sollte. Dieses wohl berühmteste Pferd der Geschichte wurde Alexanders Leibhaus auf seinen Feldzügen bis nach Indien. Dort aber brach der Hengst zusammen und starb vor Erschöpfung. Alexander trauerte um das treue Tier wie um einen guten Freund. Als Statthalter des Königs empfing Alexander auch eine persische Gesandtschaft in Pella und führte mit Erfolg sein erstes selbstständiges Unternehmen durch, als er den aufständischen thrakischen Stamm der Maider niederwarf und in deren Gebiet den Stützpunkt Alexandropolis anlegte, die erste Stadt von vielen, die seinen Namen trug. Die Zusammenarbeit von Vater und Sohn fand ihren Höhepunkt in der Schlacht bei Chaironeia am 2. August 338, in der die Heere der Makedonen denen der verbündeten Griechen mit je 30.000 Mann in der Ebene des Kephissos gegenüberstanden. Es ging um nichts Geringeres als um die Vorherrschaft in Griechenland. Der junge Prinz, strotzend vor Kampfeslust, auf seinem weißen Hengst Bukephalos, griff auf dem linken Flügel die Griechen stürmisch an. Das kurze Schwert in der rechten Hand attackierte der junge Prinz die kampferprobten Thebaner. Wir schlugen mit unseren Schwertern kräftig gegen die Schilde und stimmten das makedonische Kriegslied an. Dann stürmten wir ihm jubelnd nach. Die Thebaner begannen allmählich zu wanken, unsere Kräfte schienen sich zu verdoppeln. Wir schlugen auf sie ein und achteten der Verwundungen nicht. Alsbald flohen die Griechen in einem heillosen Durcheinander. Mit diesem jungen Helden an der Spitze wären wir auch gegen die Götter der Unterwelt angerannt. Alexander, der strahlend schöne Prinz, war uns vom Himmel gesandt. Daran bestand kein Zweifel. Die Schlacht bei Chaironeia bedeutete das Ende der klassischen griechischen Demokratie. Das Königreich Makedonien bestimmte jetzt die Geschicke der Hellenen. Schon bald verkündete Philipp den Griechen sein Vorhaben, Persien anzugreifen, um das Unrecht zu vergelten, das der Großkönig Xerxes einst den Griechen angetan hatte. Die Griechen stimmten dem Plan zwar freudig zu, waren aber in Wirklichkeit nicht sonderlich begeistert, zumal die Zeit des Xerxes schon fast anderthalb Jahrhunderte zurücklag. Sie leisteten daher nur gezwungenermaßen mit kleinen Kontingenten Heeresfolge für den sogenannten Rachekrieg. Dennoch schien die Gelegenheit für Philipp günstig, da das einst so mächtige Perserreich nach dem Tode seines tatkräftigen Herrschers Artaxerxes des III. Ochos durch Thronwirren geschwächt war. Ein starkes makedonisches Heer unter dem Befehl von Parmenion und Attalos wurde von dem König über den Hellespont nach Kleinasien vorausgeschickt, um in Kleinasien erste militärische Stützpunkte zu bilden. Doch ein unheilvoller Konflikt in der Königsfamilie veränderte die Lage. Philipp war nach seiner Rückkehr aus Griechenland eine neue Ehe mit der jungen Kleopatra, der Nichte seines Feldherrn Attalos, eingegangen, ohne jedoch Olympias als rechtmäßige Gattin zu verstoßen. Alexander, der während der Abwesenheit Philipps selbstständig und mit Erfolg die Illyrer bekämpft hatte,
nahm an der Hochzeitsfeier teil. Dabei kam es durch eine herausfordernde Äußerung des Attalos zum offenen Streit. »Bittet die Götter«, rief Attalos vom Wein erhitzt, »dass sie unserer Königin Schoß segnen und dem Lande einen rechtmäßigen Thronerben schenken mögen.« Alexander erbleichte und schrie heftig erregt, »Ich ein Bastard, Lästerer?« und schleuderte seinen Pokal gegen den Attalos. Der König, Zeuge dieser Szene, sprang wütend auf, riss das Schwert aus der Scheide, stürzte auf den Sohn zu, um ihn zu durchbohren. Aber der Wein, die Wut, die Wunde, die er in Chaironeia erlitten, machten seinen Schritt unsicher, und taumelnd fiel er zu Boden. Alexander blickte hohnlachend auf seinen Vater. »Seht, liebe Freunde«, rief er, »mein Vater will von Europa nach Asien gehen und kann nicht den Weg von Tisch zu Tisch vollenden.« Dann eilte er zur trauernden Mutter, um mit ihr nach Epeiros zu flüchten, dem Heimatland Olympias. Nach einem halben Jahr versöhnten sich Vater und Sohn wieder. Aber erst nachdem Philipp dem jungen Alexander Zusicherungen über die Thronfolge gemacht hatte. Dagegen verweigerte Olympias, sich mit Philipp wieder zu arrangieren und Epeiros zu verlassen. Mit ihrem einzigen Sohn blieb sie in ständiger, geheimer Verbindung. Philipp war jedoch bestrebt, vor dem Beginn seines Perserfeldzugs den Frieden im Hause wiederherzustellen. Um Olympias auszusöhnen, bot er daher ihrem Bruder, dem König Alexander von Epeiros, die Hand seiner Tochter Kleopatra an, der Schwester des Prinzen Alexander. Solche Hochzeiten unter Verwandten waren im alten Griechenland durchaus üblich. Der Vorschlag wurde angenommen und die Vermählung in Makedonien vorbereitet. Philipps Tod und Alexanders Intronisierung. Die Hochzeit des Königs von Epeiros, die in der alten makedonischen Residenz Aigai im Sommer 336 gefeiert wurde, sollte zum Anlass eines furchtbaren Ereignisses werden. König Philipp wurde heimtückisch ermordet. Der Täter, ein Leibgardist, Pausanias mit Namen, fühlte sich beleidigt und vom König nicht gerecht behandelt. Aber die Stimmen wollten damals nicht verstummen, dass die gekränkte Olympias die Anstifterin dieser frevelhaften Tat gewesen sei. Nun, wie auch immer, sie hat nach dem Mord keine bitteren Tränen vergossen. Sie erschien auch erst nach dem Tod ihres Gatten in Aigai und scheute sich nicht, dem Mörder, der auf der Flucht ergriffen worden und getötet worden war, einen Grabhügel zu errichten und ihm öffentlich ein Totenopfer darzubringen. In der Tat, eine bemerkenswerte Frau. Alexander aber ließ sich vom Heer, wie es von alters her üblich war, als König der Makedonen huldigen. Der jugendliche Herrscher stand nach der Ermordung seines königlichen Vaters vor der doppelten Aufgabe, einerseits seine Stellung als Nachfolger Philipps zu sichern und andererseits zugleich die Vormachtstellung Makedoniens über Griechenland zu behaupten. Wie rasch und kühn er diese Ziele erreichte, zeigt den damals 20-Jährigen schon im vollen Besitz der Fähigkeiten, die er bei allen späteren Unternehmungen an den Tag legte. Seinen Vater ließ er mit allen Ehren bestatten, versprach in seinem Sinn zu regieren und verkündete Steuerfreiheit für alle Makedonen. Danach ging er daran, mögliche Rivalen mit schonungsloser Brutalität zu beseitigen. Auch seinen gefährlichsten Widersacher, Attalos, den Onkel von Kleopatra, der letzten Gemahlin Philipps. Attalos hatte Alexander seinerzeit durch seine beleidigende Äußerung zur Thronfolgerfrage herausgefordert und war darauf von Philipp mit den ersten Truppen nach Kleinasien vorausgeschickt worden. Seine Beliebtheit beim Heer hielt Alexander davon ab, ein förmliches Gerichtsverfahren zu eröffnen. Der junge König schickte also einen Meuchelmörder nach Kleinasien und ließ seinen Feind umbringen, ebenso die Verwandten des Attalos. Nicht einmal Philipps Witwe Kleopatra und ihr Kind Europa überlebten.
Sie fielen der Rache Olympias zum Opfer, die in Alexanders Abwesenheit zuerst das Kind auf dem Schoße der Mutter ermorden ließ, dann Kleopatra zum Selbstmord zwang. Das persönliche, über Leichen gehende Sicherheitsbedürfnis Alexanders, unterstützt von den Hassgefühlen Olympias, machte sich hier zum ersten Mal bemerkbar und sollte sich später in ähnlichen Situationen auch wiederholen. Alexander brach jetzt gegen Thessalien auf. Er zog an der Meeresküste entlang den Pässen des Peneus zu. Den Hauptpass Tempe, auch den Seitenpass Kallipoike, fand er von thessalischen Truppen besetzt. Es war unmöglich für ihn, sie aus ihren Stellungen zu vertreiben. Jede Verzögerung wäre gefährlich gewesen. Alexander schuf sich einen anderen Weg. Südwärts vom Hauptpass erheben sich die Felsmassen des Ossa. Zu diesen weniger steilen Stellen führte der junge König sein Heer, ließ, wo es nötig war, Stufen in das Gestein hauen und erreichte so von Fels zu Fels kletternd die Ebene Thessaliens im Rücken der Kämpfer. Die Thessalier sahen die Aussichtslosigkeit des Kampfes und kapitulierten. Alexander war ohne einen Schwertstreich Herr über ein Land geworden, das er wohl gewinnen, aber nicht unterwerfen wollte, um sich für den Perserkrieg die Dienste der berühmten thessalischen Reiter zu sichern. Er verlangte nichts, was sie nicht auch seinem Vater gegeben hätten, nämlich die Aufgebote der Ritterschaft zum Kriegsdienst und die Abführung der Hafen- und Marktzölle. Er versprach den einzelnen Familien, ihre Rechte und Freiheiten zu lassen und sie zu schützen. In den Perserkriegen sollten ihre Ritter den vollen Anteil an der Kriegsbeute erhalten. Die Landschaft Phtiotis, die Heimat ihres gemeinsamen Ahnherrn Achilles, wurde durch Steuerfreiheit beehrt. Die Thessalier beeilten sich, so günstige und ehrenvolle Bedingungen anzunehmen. Die schnelle Einnahme und Beruhigung Thessaliens hatte den griechischen Staaten nicht die Zeit gelassen, sich ausreichend zu rüsten und die wichtigen Pässe des Öta-Gebirges zu besetzen. Andererseits wollte sich Alexander in Griechenland, das er für seine Pläne gegen die Perser brauchte, nicht verzetteln. Die Griechen wiederum fürchteten die Gewalt des makedonischen Heeres, und so beeilten sie sich, vermutlich die Faust hinter dem Rücken geballt, seine Vorherrschaft über das Land der Hellenen anzuerkennen. Nur das trotzige Sparta, obwohl längst geschwächt, wagte es, dem König zu widerstehen. Alexander nahm das in Kauf. Auch die wankelmütigen Athener, aufgehetzt durch den Demagogen Demosthenes, planten organisierten Widerstand gegen den Sohn Philipps. Als aber in Athen bekannt wurde, dass der zürnende Alexander nur noch 2 Tagesmärsche von der Stadt entfernt stand, brach Panik aus. Es wurde beschlossen, in aller Eile die Mauern in Verteidigungsstand zu setzen, alles bewegliche Gut vom Lande in die Stadt zu transportieren, und zugleich wurde auf Antrag des Demosthenes bestimmt, den Makedonen Gesandte entgegenzuschicken, die den Zorn des jungen Königs besänftigen und um Verzeihung für die Aufsässigkeit der Bürgerschaft bitten sollten. Demosthenes, der unter der Gesandtschaft war, kehrte heimlich aus Furcht vor Alexanders Rache um. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen, denn Alexander empfing die Athener huldvoll, verzieh das Geschehene und verlangte nur, dass Athen Bevollmächtigte nach Korinth senden sollte, um dort Frieden und Bündnis mit ihm zu beschwören. Ein kluger politischer Schachzug, denn eine Strafaktion gegen Athen hätte ganz Hellas in Flammen setzen können. Er selbst zog ebenfalls nach Korinth und berief dorthin die Abgeordneten der Staaten innerhalb der Peloponnes, um sich auch vom Bundestag der Griechen die Hegemonie gegen Persien übertragen zu lassen. Nur Sparta blieb diesem Treffen fern. Es sei nicht Sitte, bei den Spartanern anderen zu folgen, sondern selbst zu führen, ließen sie dem König ausrichten. Alexander hätte sie mit Leichtigkeit zwingen können. Doch es war ihm nicht die Mühe wert. Er wollte an der Spitze der Griechen Asien erobern und die Schändung der hellenischen Heiligtümer durch die Perser rächen, keine Kleinkriege im Land der Hellenen führen. In diesem Sinne wurde der Bundesvertrag abgefasst und beschworen.
Alexander hatte erreicht, was er wollte. Die griechischen Staaten standen hinter ihm, bis auf Sparta, wie gesagt. Theben betrauerte zwar den Untergang seiner Freiheit, in Athen war die Stimmung der leicht zu beeinflussenden Menge abhängig von dem Demagogen, dessen Partei gerade die Oberhand hatte, und Sparta war schon lange hinter der Geschichte und der Bildung der Zeit zurückgeblieben. So viel war klar. Der bessere Teil des griechischen Volkes war für die kühnen Pläne des jugendlichen Helden eingenommen. Und die Tage, die Alexander in Korinth zubrachte, schienen den deutlichsten Beweis dafür zu liefern. Aus allen Landesteilen waren Künstler, Philosophen, Gebildete jeden Alters und Standes eingetroffen, um den königlichen Jüngling zu sehen und zu bewundern. Sie drängten sich in seine Nähe und suchten seinen Blick, waren glücklich, wenn sie auch nur ein Wort von ihm erhaschten. Nur ein Sonderling, Diogenes aus Sinope, kümmerte sich nicht um den jungen König, blieb ruhig in seiner Tonne an einem Zypressenhain. Also ging Alexander, neugierig geworden, zu ihm. Er fand ihn vor seiner Tonne liegend und sich sonnend. Der König begrüßte Diogenes und fragte ihn herablassend, ob er nicht irgendeinen Wunsch habe. »Geh mir ein wenig aus der Sonne«, war des Philosophen Antwort. Voll Bewunderung wandte sich Alexander an sein Gefolge. »Beim Zeus«, rief er aus, »wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich Diogenes sein.« Denn es ist doch so, wer nicht die Kraft in sich fühlt, alles zu erreichen, dem bleibt der nächste Ruhm, alles entbehren zu können. Das eine ist königlich, das andere weise. Die Vernichtung Thebens. Einfälle der Barbaren an der Nordgrenze Makedoniens zwangen Alexander in die Heimat zurück. Es waren thrakische und illyrische Völkerschaften, die sich gegen ihn auflehnten. Sie sahen eine günstige Gelegenheit, endlich die Vorherrschaft Makedoniens zu brechen. Doch Alexander reagierte, bevor sich die Balkanvölker formieren konnten. Mit überraschenden Angriffen bis an die Donau warf er die Aufrührer zurück. Das Gerücht kam auf, Alexander sei bei Kämpfen mit den Nordvölkern an der Nordgrenze Makedoniens gefallen. Sogleich bildete sich eine Unabhängigkeitsbewegung in Griechenland. Die Hellenen witterten wieder einmal die einmalige Chance, mit dem Tod des jungen Königs sich nun doch noch der makedonischen Vorherrschaft entziehen zu können. Am heftigsten gebärdeten sich die Thebaner. Dort wurde der Aufstand gegen Alexander vom Volk beschlossen, die makedonische Besatzung angegriffen und eingekesselt. Doch Alexander kam allen Plänen seiner Gegner durch schnelles, entschlossenes Handeln zuvor. In Eilmärschen rückten wir nach Theben vor. Die Einwohner der rebellischen Stadt waren bei unserem Anblick bestürzt, glaubten sie doch, unser geliebter König Alexander sei von den Illyrern erschlagen worden. Mit 20.000 Mann und 3.000 Reitern bezogen wir vor der Stadtmauer Lager. Der König in seinem Großmut hätte den Thebanern Milde und Verzeihung gewährt, doch die Verblendeten zeigten keine Einsicht, obwohl ihnen die Götter unheilvolle Signale zukommen ließen. Am zweiten Tag nach unserer Ankunft rückten wir schließlich ans südöstliche Tor vor, jenes, das nach Athen hinführt. Noch einmal wandelte König Alexander auf dem Pfade der Güte und ließ die Thebaner auffordern, ihre Waffen niederzulegen. Doch das verblendete Volk wollte nicht auf unseren König hören. Noch immer zögerte Alexander. Da schlug General Perdikkas mit seinem Heer los, weil er von den Thebanern unablässig gereizt wurde. Ihm folgte General Amyntas mit seinen Mannen. Da sah der König und fürchtete um sie. Deshalb ließ er eilig die Bogenschützen und agrianischen Jäger in die Umwallung eindringen und seine Leibschar und andere Soldaten ausrücken, um dem Perdikkas und Amyntas zu Hilfe zu eilen. Als die Thebaner mit großem Geschrei auf sie losstürmten, setzte sich auf Befehl des Königs unsere unbesiegbare Phalanx in Bewegung.
und drang in die Stadt ein. Nun retteten sich die Thebaner nach Gutdünken. Aus den Häusern und Tempeln erklang das Wehklagen der Weiber und Kinder, aber niemand wurde geschont. Ihr Blut besudelte die Altäre der Götter. Erst das Dunkel der Nacht machte dem Plündern und Morden ein Ende. Von den Thebanern fielen an die 6000, von den Unsern etwa 500. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Alle Thebaner, es waren an die 30.000 mit Weib und Kind, in die Sklaverei verkauft. Das Schicksal Thebens war in der Tat erschütternd. Kaum ein Menschenalter früher hatte es die Vorherrschaft in Hellas inne gehabt. Jetzt war es von der Erde getilgt. Die Griechen weinten um die Stadt. Deutlich hatte Alexander ihnen vor Augen geführt, dass er seinem Vater an Energie, Machtwillen und kriegerischer Tüchtigkeit nicht nachstand. Der Beginn des Perserkrieges. Der Perserfeldzug, den Alexander im Frühjahr 334 begann, war gleich dem geplanten Unternehmen seines Vaters offiziell ein von den Hellenen beschlossener und durchgeführter Rachekrieg. Dass es sich aber faktisch um ein Unternehmen Alexanders handelte, an dem die Hellenen nur nebenbei beteiligt waren, konnte man schon an der Zusammensetzung der für den Feldzug aufgestellten Streitkräfte erkennen. Nur etwa 8000 Mann kamen aus Hellas, die der König in den späteren Schlachten, von der thessalischen Reiterei einmal abgesehen, nie voll einsetzte. Er war von ihrer Zuverlässigkeit wohl nicht restlos überzeugt. Das Gros des etwa 50.000 Mann starken Heeres stellten die makedonischen Bauernkrieger zu Fuß und der Adel, der beritten ins Feld rückte. An dieser Stelle müssen einige Eigenheiten des makedonischen Heeres erwähnt werden, das damals als schier unüberwindlich galt. Da war zunächst einmal die Phalanx, die den Kern des Alexanderheeres bildete und in den kommenden Schlachten eine entscheidende Rolle spielte. Es handelte sich dabei um eine Schlachtreihe, in der die Soldaten zu Philipps und Alexanders Zeiten zunächst mit 8, später mit 16 Mann tief standen. Hauptwaffe der Phalangiten war die Sarisse, eine schwere Stoßlanze, die etwa eine Länge von 5,5 Metern hatte. Trat die Phalanx zum Angriff an, so senkten die Soldaten der 5 vorderen Glieder ihre Lanzen und die Wucht der Sarisse schuf Verwirrung und Schrecken in den Reihen der Gegner. An der Seite der Phalangiten kämpften die Hypaspisten. Auch sie Fußsoldaten, die allerdings leichter als die Phalangiten bewaffnet waren. Eine ganz besondere Bedeutung kam schließlich in der Streitmacht Alexanders, der in 8 sogenannten Ilen sich gliedernden schweren Reiterei der königlichen Hetären zu, die sich aus dem Lehnsadel rekrutierte. An der Spitze der Hetären ritt Alexander selbst in den Kampf, um mit dieser glänzend ausgebildeten Reitertruppe möglichst rasch die Entscheidung herbeizuführen. Betrachtet man den Zustand des Perserreiches zu dem Zeitpunkt der Thronbesteigung König Darius III., so ist leicht zu erkennen, dass das Riesenreich reif für den Fall war. Alles befand sich in Unordnung und Auflösung. Der Grund war nicht etwa die ungeheure Sittenverderbnis des Hofes, nein, Persiens Unglück war eine Reihe schwacher Regenten, die nicht in der Lage gewesen waren, die Zügel der Herrschaft straff anzuziehen. So nahm bei den Völkern, denen vom Großkönig die Satrapen, die Statthalter seiner Macht, aufgezwungen worden waren, der Wunsch nach Unabhängigkeit stetig zu. Schließlich hatten sie noch ihre eigene Religion, ihre Gesetze und Sitten. Und in vielen Gegenden herrschten sogar noch ihre einheimischen Fürsten. Zudem hatten die Griechen in den 100 Jahren Untätigkeit nach den Kriegszügen des großen Xerxes noch eine Kriegskunst entwickelt, der die Asiaten nichts entgegenzusetzen hatten. König Ochus, der den Aufstand der Ägypter niederwarf, musste sich schon griechischer Söldner bedienen, um seine Macht zu behaupten. Das Reich des Darius erstreckte sich vom Indus bis zum Hellenischen Meer, vom Jaxartes bis zur libyschen Wüste. Seine, oder vielmehr seiner Satrapenherrschaft,
war nicht nach dem Charakter der verschiedenen Völker, über die sie herrschten. Sie beschränkte sich auf Willkür und stete Erpressungen. Die Völker von Iran, Turan und Ariana waren allerdings kriegerisch und mit jeder Art von Herrschaft glücklich, solange sie diese zu Krieg und Plünderung führte. Hyrkanische, baktrische, sogdianische Reiter bildeten die stehenden Satrapenheere in den meisten Provinzen, aber besondere Anhänglichkeit für das persische Königtum war keineswegs bei ihnen zu finden. Als Alexander Asien erblickte, wurde er von einer unglaublichen Begeisterung ergriffen. Mit diesen Worten leitet ein antiker Autor seine Darstellung der Ereignisse ein und weist damit auf einen Wesenszug Alexanders hin, der gerade zu Beginn des Feldzugs in Kleinasien deutlich hervortritt. Mehrere emotionale und symbolische Akte kennzeichnen dabei Alexanders Verhalten. Während sich das Heer einschiffte, um den Hellespont von Sestos nach dem gegenüberliegenden Abydos zu überqueren, wo sich ein makedonischer Stützpunkt befand, brachte Alexander in der Mitte der Meerenge dem Poseidon ein Stier- und Trankopfer aus goldener Schale dar. Bereits vom Schiff aus warf er seinen Speer in den asiatischen Boden. Damit war der Besitzanspruch auf das speergewonnene Land zum Ausdruck gebracht. Alexander sprang als erster an Land. Es folgten weitere Opfer und die Errichtung von Altären für Zeus, Athena und Herakles zum Dank für die glückliche Landung. Die erste Unternehmung war ein Besuch Ilions, der Stätte des alten Troja. Hier bekränzte Alexander das Grabmal des Achilleus, brachte im Tempel der Athena seine Rüstung als Weihgeschenk dar und nahm dafür alte, geweihte Waffen mit, die angeblich aus dem Trojanischen Krieg stammten. Sie sollten ihm vor dem Beginn einer Schlacht vorangetragen werden. Darunter auch ein heiliger Schild, der ihm in der Tat später einmal das Leben rettete. Die Stadt Ilion wurde für frei erklärt, der persische Tribut für erledigt. Die kultischen Akte der Opfer und Weihungen wurden von Alexander sehr ernst genommen und niemals unterlassen, wenn sie erforderlich erschienen. Andererseits wandte sich der König aber auch immer wieder ganz schnell den realen Aufgaben zu, die vor ihm lagen. Nach der Rückkehr von Troja wurde von ihm sogleich eine Musterung des Heeres abgehalten, das inzwischen ein Lager bezogen hatte. Die Schlacht am Granikos. Der persische Großkönig Darius III. Residierte derweil noch im fernen Susa. Und die kleinasiatischen Satrapen zogen es zunächst vor, mit der ihnen zur Verfügung stehenden Streitmacht von etwa 20.000 Reitern und ebenso vielen griechischen Söldnern ein Stück landeinwärts am Fluss Granikos Alexander abzupassen. Natürlich kann man sich jetzt fragen, warum die Perser den Übergang Alexanders über den Hellespont nicht zu verhindern suchten. Sie wurden von den Plänen des jungen Königs auch nicht überrascht, da ihnen die makedonischen Vorbereitungen für den Feldzug seit langem bekannt waren. Vermutlich waren die Perser nicht dazu imstande oder hatten gar nicht die Absicht, die Landung zu verhindern. Es war im Perserreich üblich, dass Grenzüberfälle von den Satrapen der betroffenen Gebiete abgewehrt wurden, ohne dass der König selbst mit seinem Heer eingriff. Die Abwehrtaktik der Satrapen, die den Feind zunächst eindringen ließen, um ihn dann mit überlegenen Kräften zurückzuschlagen, war bisher stets erfolgreich gewesen. Gegenüber Alexander verhielt sich die persische Zentralregierung nicht anders. Darius hatte zwar erkannt, dass ein neuer, stärkerer Angriff bevorstand, doch überließ er traditionell die Führung des Abwehrkrieges den Satrapen Kleinasiens. Man muss dem Großkönig allerdings vorwerfen, dass er die Gefahr, die von Alexander und seinen Truppen ausging, gewaltig unterschätzt hat. Die Satrapen des hellespontischen Phrygien, von Lydien, Großphrygien, Kappadokien und Kilikien hatten also ihre Truppen bei Zelaya südlich der Propontis zusammengezogen. Sie beschlossen, an der rechten Uferböschung des Granikos, der westlich von Zelaya nach Norden ins Marmarameer fließt, Stellung zu beziehen und dort den Feind zu erwarten.
Nachdem Alexander Achilleus geopfert hatte, standen wir den Persern und ihren griechischen Söldnern am Granikos gegenüber. Die feindlichen Reiter postierten sich jenseits des Flusses in Schlachtordnung, längs dem steilen und lehmigen Ufer. General Parmenion wagte es, unseren König vor einem übereilten Angriff zu warnen. Aber der König in seinem jugendlichen Ungestüm erwiderte, er würde sich schämen, den Hellespont zu überschreiten und sich dann durch dieses kleine Wasser abhalten zu lassen. Dann rief uns der König zu, wir sollten ihm folgen und wie Männer kämpfen, sprengte mit seiner Reiterei durch den wildströmenden Fluss und warf sich auf die linke Flanke der gottlosen Perser. Der Feind widersetzte sich mit aller Macht, schleuderte Wurflanzen auf uns herab. Der schlüpfrige Lehm forderte uns die größte Mühe ab, aber wir folgten unserem König. Wir sahen seinen weißen Helmbusch im dichtesten Getümmel und bekamen Angst um unseren geliebten Herrscher. Das verlieh uns doppelt Kraft und mit wilder Energie stürmten wir vor, nicht achtend der Wurfgeschosse und Krummsäbel. Es brach des Königs Speer. Es brach ein zweiter und er kämpfte mit dem Stumpf und schuf sich freie Bahn. Ein Wurfspieß des Barbaren Mithridates verwundete Alexander an der Schulter, doch der König streckte den persischen Fürsten mit einem Hieb tot zu Boden. Da jagte des gefallenen Bruder Rhösakes auf Alexander los und zerschmetterte dessen Helm, so dass der Säbel noch die Stirnhaut ritzte. Der junge König bohrte ihm daraufhin den Speer durch den Harnisch bis tief in die Brust und Rhösakes stürzte rücklings vom Pferde. Zugleich war ein barbarischer Fürst an Alexander herangesprengt. Schon hatte er über des Königs Nacken zum tödlichen Schlag seinen Säbel erhoben, da kam ihm Klitus zuvor. Mit einem Hieb trennte er des Barbaren Arm vom Rumpf und gab ihm den Todesstoß. Da wandten sich die Perser entsetzt zur Flucht. Zu stark, zu mächtig war unser junger Held über sie gekommen. Tausende der wilden Barbaren lagen erschlagen auf dem Feld. Die griechischen Verräter aber, vom Gold der Perser gekauft, es mögen an die 2000 gewesen sein, die Götter verschonten, wurden gefesselt in unsere Bergwerke geschickt, um bei harter Fron zu büßen. 300 persische Rüstungen aber sandte unser König als Zeichen seines Triumphes nach Athen, was dort heftigen Jubel auslöste. Die Folgen der Schlacht waren von weitreichender Bedeutung. Es hatte sich erwiesen, dass auch die zahlenmäßig überlegene persische Reiterei dem Elan Alexanders und seiner Makedonen nicht gewachsen war. Nachdem das Hauptaufgebot der kleinasiatischen Satrapen geschlagen war, musste jetzt der Perserkönig selbst ein Heer sammeln, um dem Angriff Alexanders entgegenzutreten. In Kleinasien war keine zweite Verteidigungslinie vorbereitet worden. Der makedonische König konnte beim weiteren Vorrücken sogleich mit der politischen und verwaltungsmäßigen Neuordnung des gewonnenen Landes beginnen. Das Heer wandte sich nach Südwesten, um die Griechenstädte an der Küste zu befreien. In Milet kam es zum ersten Mal nach der Schlacht am Granikos wieder zum Kampf. Der persische Kommandant verweigerte die Übergabe, da die seit langem erwartete starke Flotte der Perser, die aus 400 phönikischen und anderen Schiffen bestand, herannahte. Doch sie kam zu spät. Alexanders Bundesflotte war schon vorher bei der vorgelagerten Insel Lade vor Anker gegangen und hatte dadurch die Stadt von der Seeseite her abgeriegelt. Mit Belagerungsmaschinen wurden die Mauern sturmreif geschossen. Die Stadt war in nur kurzer Zeit erobert. Sie erlitt aber nicht das Schicksal Thebens, sondern erhielt von Alexander die gleichen Freiheitsrechte wie die anderen befreiten Städte. Auch mit den griechischen Söldnern, die sich ergeben hatten, verfuhr Alexander anders als am Granikos. Er übernahm sie in sein Heer. Zwei Geschichten, die vom gordischen Knoten und die vom Vertrauen. Der König bog nach Norden ab und marschierte mit seinem Heer auf Gordion zu, um in dieser alten phrygischen Stadt einen Teil des Winters 334 auf 33 zu verbringen.
Hier überkam ihn der Wunsch, den auf der Burg aufgestellten Wagen des sagenhaften Königs Gordios zu sehen. Ein altes Orakel versprach demjenigen die Herrschaft über Asien, der es schaffte, den Knoten, der das Joch mit dem Wagen verband, zu lösen. Nach einigen fruchtlosen Versuchen zog Alexander kurz entschlossen sein Schwert aus der Scheide und durchschlug den Knoten mit einem Hieb. Das Heer jubelte, als diese Nachricht die Runde machte. Die Götter waren zweifelsfrei auf der Seite ihres jugendlichen Helden. Während der Weitermarsch des makedonischen Heeres von Gordion über Ankara nach Kappadokien und von dort nach den Pässen des Taurosgebirges glatt vonstatten ging, sah sich Alexander in Kilikien südlich des Tauros zu einem längeren Aufenthalt gezwungen. Einige der ansässigen Stämme leisteten wilden, nur schwer zu brechenden Widerstand. Zu allem Unglück befiel den König in Tarsos ein heftiges Fieber, das ihn für Wochen an sein Lager fesselte. Aus dieser Zeit stammt die verbürgte Anekdote, nach der Alexander eine von seinem Arzt Philippos gemischte Arznei ohne Furcht zu sich nahm und zugleich dem Arzt aber einen Brief reichte, in dem er, der König, vor dem angeblichen Gifttrunk gewarnt wurde. Philippos, so stand in dem Brief, sei vom Perserkönig bestochen worden. Die Schlacht bei Issos. Dareios hatte unterdessen ein gewaltiges Heer aufgestellt und war nun bereit, persönlich dem Makedonen zum Kampf um sein Reich entgegenzutreten. Eine weite Ebene im nördlichen Syrien schien für die Menge Soldaten und vor allem für die starke Reiterei, die nur in einem freien und offenen Gelände ihre Überlegenheit zur Geltung bringen konnte, als Kampfplatz besonders geeignet. Hier also wollte Dareios die Schlacht wagen. Als sich dann allerdings Alexanders Weitermarsch von Kilikien nach Syrien infolge seiner Krankheit verzögerte und der Winter immer näher rückte, entschloss sich Dareios nicht mehr länger zu warten, sondern dem Feind entgegenzuziehen. Weit nördlich ausholend überschritt er die Pässe des Amanos-Gebirges und steuerte von hier aus die Küstenstadt Issos an. Alexander aber war mittlerweile, ohne Kenntnis des Vormarsches seines Gegners, von Kilikien her über Issos hinaus, längs der nordsyrischen Küste südwärts gezogen. Bei Myriandros, wohl in der Gegend des heutigen Alexandret gelegen, erreichte ihn die Nachricht, dass Dareios mit dem ganzen Heer in seinem Rücken stand. Der junge König erkannte sofort die große, sich ihm bietende Chance. Er wusste, dass die schmale Strandebene bei Issos eine volle Entfaltung des feindlichen Heeres nicht gestattete und ließ unverzüglich den Rückmarsch nach Norden auf Issos zu antreten. So kam es im Spätherbst 333 vor Christus zum ersten großen Kampf, in dem sich die Könige selbst gegenüberstanden. Als der König auf seinem Schimmel an uns vorüberritt, jauchzten wir vor Freude und forderten stürmisch, uns endlich auf die Barbaren stürzen zu dürfen. Schließlich trennte uns vom Feind nur noch eine Pfeilschussweite. Wir begannen unseren Schlachtgesang und stürmten König Alexander nach, der sich an der Spitze der Ritter und Hypaspisten in den Fluss Pinarus warf, ohne dass ihm und den Seinen der Hagel der barbarischen Pfeile, der die Sonne verdunkelte, etwas hätte anhaben können. Wir berannten mit solcher Gewalt das Zentrum der Feinde, dass die Barbaren schnell zu wanken begannen und zurückwichen. Da erblickte Alexander den goldenen Schlachtwagen des Perserkönigs und drang zu ihm vor. Unser König wurde am Schenkel verwundet, doch er achtete nicht auf den Schmerz. Da wandte Dareios ängstlich wie ein Hase seinen Wagen zur Flucht. Die nächsten Reihen folgten ihm. Aber als unser Held den Barbarenkönig verfolgte, um ihn zum Zweikampf zu zwingen, stürzten sich griechische Söldner und asiatische Reiterei in die so entstandene Lücke. Und wir wurden aufs Heftigste bedrängt. Unser möglicher Sieg war plötzlich in Gefahr. Doch das Geschrei der Fliehenden um den Barbarenkönig riss Schar auf Schar mit sich. Die persischen Reiter flüchteten über die Ebene den rettenden Bergen zu. Wir stimmten jubelnd Siegesgeschrei an. Es war ein glorreicher Tag in Issos.
an dem wir die Barbaren und ihren König blutig schlugen. Die Folgen der Schlacht bei Issos waren bedeutender als die der Schlacht am Granikos. Der Sieg über den Perserkönig selbst musste im Osten wie im Westen als Bestätigung der bisherigen Eroberungen Alexanders angesehen werden. Auch das Orakel von Gordion mit seiner Verheißung der Herrschaft über Asien hatte sich offenkundig erfüllt. Die westlichen Satrapien des Perserreiches sowie die Randländer des Mittelmeeres, die noch vor ihm lagen, Syrien, Phönikien und Ägypten, waren plötzlich ohne Schutz. Da Alexander auch den reichen Kriegsschatz der Perser erbeutete, Tonnen von Münzgeld, gab es für ihn fortan keine finanziellen Schwierigkeiten mehr. Die Pracht der erbeuteten Reichtümer bis zu den goldenen Pferdekandaren erschienen den schlichten Makedonen unvorstellbar. Von noch größerer Bedeutung war die Gefangennahme der Königsmutter Sisygambis, die gemeinsam mit der Gemahlin des Daraios Stateira und ihren Kindern in die Hände des Siegers fiel. Alexander erwies sich gegen die Gefangenen als überaus großmütig. Ihr Hofstaat wurde ihnen gelassen und sie wurden voller Respekt behandelt. Nur eine Bedingung stellte der Herrscher. Die Königsfamilie musste die griechische Sprache erlernen. Daraios erreichte mit 4000 Mann den Euphrat, von wo er alsbald ein Schreiben an Alexander überbringen ließ, in dem er den Abschluss eines Freundschaftsvertrages vorschlug und um die Freilassung seiner Familie bat. Alexander antwortete ihm, er solle kommen und ihn als König von Asien anerkennen, dann werde seine Bitte erfüllt, andernfalls solle er sich aufs Neue zum Kampf stellen. Die Belagerung von Tyros. Statt gleich gegen den Euphrat zu ziehen, wandte sich Alexander nach Süden, um die Küstenstädte der Phöniker zu unterwerfen, die den Hauptteil der persischen Flotte gestellt hatten. Die phönikischen Städte Arados, Marathos, Byblos und Sidon ergaben sich kampflos. Die bedeutendste Stadt der Phöniker, die starke Inselfestung Tyros, erklärte sich jedoch als neutral. Es wurde Alexander verweigert, die Stadt zu betreten. Da der König aber Tyros auf dem Weg nach Ägypten nicht unbezwungen im Rücken lassen wollte und ihn Widerstand ohnehin nur reizte, begann er mit der Belagerung, die ganze 7 Monate dauern sollte. Die Einnahme der Stadt gehört zu den größten militärischen Leistungen Alexanders und ging in die Geschichte ein. Ein Damm aus Steinen und mit Pfählen aus Zedernholz, der vom Festland gegen die 800 Meter entfernte Inselstadt vorgetrieben wurde, dazu einige fest verankerte Frachtschiffe, gaben ihm die Möglichkeit, seine Katapulte in Stellung zu bringen und die Stadt sturmreif zu schießen. Die Rache der Makedonen für den hinhaltenden Widerstand der Tyrer war furchtbar. Alle jungen Männer wurden gekreuzigt, die übrige Bevölkerung in die Sklaverei geschickt. Derselbe Zug äußerster Härte und Grausamkeit, wie er schon nach Alexanders Regierungsantritt und bei der Zerstörung Thebens hervorgetreten war, zeigte sich hier. Nur der Stadtkönig Asimilkos und die zufällig anwesenden karthagischen Gesandten wurden begnadigt. Während der Belagerung von Tyros war ein zweites Schreiben des Daraios an Alexander eingetroffen, das neue, weitergehende Verhandlungsvorschläge enthielt. Der Perserkönig bot darin die Abtretung aller Länder westlich des Euphrat an, die Anerkennung Alexanders als eines gleichrangigen Großkönigs, seine Vermählung mit der Tochter des Daraios und ein Lösegeld von 10.000 Talenten, eine damals schier unvorstellbare Summe, für die Freilassung der Königsfamilie. Daraios erhielt die Antwort, Alexander könne sich, was er wolle, selber nehmen. Wenn Daraios von seiner Großmut etwas erbäte, so solle er persönlich vor Alexander erscheinen. Die Gründung Alexandrias. Nach der Einnahme von Tyros setzte Alexander den Marsch südwärts in Richtung auf Ägypten fort,
um das Land der Pharaonen zu annektieren, ehe er zum Stoß in die Kerngebiete des Reiches ansetzte. Palästina fiel Alexander kampflos zu. Nur in Gaza galt es, zähen Widerstand zu brechen. Schließlich zog Alexander als neuer Pharao in der ägyptischen Hauptstadt ein, und als solcher opferte er hier den alten einheimischen Göttern. Die historisch bedeutsamste Tat des neuen Landesherrn war die Gründung der Stadt, die auch heute noch seinen Namen trägt, Alexandria. Für einen Hafen und Handelsplatz waren die Voraussetzungen westlich der Mündung des kanopischen Nilarmes günstig. Der makedonische Pharao gab den Befehl, den Grundstein zu Alexandria zu legen, und binnen kurzem stieg die Neugründung zur größten und reichsten Stadt der griechisch-hellenischen Welt auf. Danach zog der junge König mit wenigen ausgesuchten Begleitern in die libysche Wüste zur heutigen Oase Shiva, um bei dem dort angesiedelten berühmten Orakel, die Priester des Gottes Ammon, nach seiner göttlichen Herkunft zu befragen. Alexander sprach nie über das, was die Priester ihm anvertrauten, aber die Auskunft war wohl positiv. Denn spätestens während des ägyptischen Aufenthaltes muss sich in Alexander die Überzeugung festgesetzt haben, der Sohn des von den Griechen mit ihrem Zeus gleichgesetzten Gottes Ammon zu sein, und zwar in einem ganz physischen, die Vaterschaft Philipps ausschließenden Sinne. In dieser Annahme hatte ihn auch stets seine Mutter Olympias bestärkt. In ihrem Hass auf ihren Gemahl Philipp deutete sie immer wieder an, dass bei der Zeugung ihres Sohnes göttliche Mächte im Spiel gewesen seien. Aus der libyschen Wüste nach Memphis zurückgekehrt, ordnete Alexander durch eine Reihe von Maßnahmen die künftige Verwaltung des Landes und sicherte seine Macht durch eine starke Besatzung. Zu Beginn des Frühjahres 331 trat er den Rückmarsch nach Asien an. In Tyros machte er einen ersten größeren Halt und opferte den Göttern. Dazu ließ er ein großes Fest und Wettspiele veranstalten. Von Tyros aus ordnete er an, alle bisher eroberten asiatischen Gebiete in zwei große Finanzbezirke zusammenzufassen. Die Leitung der königlichen Zentralkasse übertrug er seinem Jugendfreund Harpalos. Ein Entschluss, den er später noch bitter bereuen sollte. Die Entscheidungsschlacht von Gaugamela. Als Alexander von Tyros aufbrach, um Dareios zum endlich entscheidenden Kampf zu stellen, waren seit der großen Schlacht in der Strandebene von Issos fast 2 Jahre vergangen. Eine ausreichende Zeit für Dareios, zur Rettung von Thron und Reich alle noch verfügbaren Kräfte der zahlreichen Länder jenseits des Euphrat aufzubieten. Die Truppenmacht, die der Großkönig in der weiten Ebene von Babylon zusammenzog, mag das in Issos geschlagene Heer noch übertroffen haben. Aus Indien hatte Dareios Elefanten kommen lassen, die zusammen mit Sichelwagen dazu ausersehen waren, die makedonischen Phalangen zu durchbrechen. Er hatte sich mit den tapferen Reitervölkern der massagetischen Skythen verstärkt, mit ausgesuchten Baktrianern, kampferprobten Daern und Sogdianern, mit todesmutigen Arachosiern und Bogenschützen aus dem Stamm der Susier und Kadusier. Ihnen zur Seite standen griechische Söldner, die Makedonen abgrundtief hassten. Das Zentrum der Verteidigung aber bildeten die Uxier, die Babylonier, die Küstenvölker des Eritreischen Meeres und die Sitakener. Es war eine Streitmacht, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte, weit über 100.000 Mann stark, dem Heer Alexanders an Zahl weit überlegen. An Kampfkraft gleichwertig. Auch den Ort, wo die Schlacht nach dem Willen des Großkönigs stattfinden sollte, hatte Dareios mit Sorgfalt ausgewählt. Eine Ebene bei Gaugamela, östlich des Tigris, schien ihm in jeder Hinsicht günstig zu sein. Er gab sogar den Befehl, geringe Bodenerhebungen abzutragen. Von Tyros aus hatte Alexander, weit nach Norden ausholend und ohne große Eile, den Marsch in Richtung auf das obere Zweistromland fortgesetzt. Die Überquerung des Euphrat bei Thapsakos war ohne Schwierigkeit gelungen.
ebenso die des Tigris, dessen Übergänge Dareios gemäß seinem Schlachtplan mit Absicht nicht hatte verteidigen lassen. Anfang Oktober des Jahres 331 standen sich die Heere kampfbereit zum Waffengang gegenüber. Nach Lage der Dinge musste hier bei Gaugamela die Entscheidung fallen. Was für ein Anblick, als unser junger König die Front majestätisch abritt und auf dem äußersten linken Flügel bei den thessalischen Reitern die Götter bat, ihm und den Seinen den Sieg zu schenken. Denn das wäre das Zeichen, so rief Alexander, dass er wirklich von Zeus gezeugt sei. Und schon sprengte König Alexander auf das Zentrum der Feinde ungestüm los. Uns rasten die Sichelwagen der Barbaren entgegen, die aber so gut wie keinen Schaden anrichteten. Denn wir sprengten zur Seite, ergriffen die Zügel der Pferde, stachen sie nieder, durchtrennten das Riemenzeug und rissen die Lenker aus ihren höllischen Wägen. Dann warfen wir uns im Sturmlauf auf die Feinde. Der Kampf war mörderisch. Die Schreie der Sterbenden, das viele Blut, das verzweifelte Trompeten der Elefanten, denen wir die Sehnen durchtrennt hatten, verfolgt mich noch heute im Schlaf. Und wieder kämpften die verfluchten Barbaren mit äußerster Tapferkeit. Und die Reiterheere der Wilden kamen über uns wie Mückenschwärme im Sommer. Und wer weiß, wie diese Schlacht ausgegangen wäre, wenn die Götter dem Perserkönig nicht wieder die Furcht ins Herz gesenkt hätten. Als die ungestümen Reiter der Perser durch unsere Lücken stießen und bereits unser rückwärtiges Lager angriffen und plünderten, unseren Tross niederhauten, da ergriff Dareios, wie schon in Issos, die Flucht. Das Herannahen unseres tapferen Helden, der sich mit seinem Schwert eine blutige Bresche zu ihm schlug, ließ ihn vor Angst zittern. Da war beim Feind kein Halten, kein Widerstand mehr. In heilloser Flucht zerstreuten sich die Völker Asiens. Bis zum Einbruch der Dunkelheit verfolgte Alexander den feigen Barbarenkönig, wurde seiner aber nicht habhaft. Aber seine Schätze, sein Wagen, Bogen und Schild, all dies fiel in die Hände unseres makedonischen Helden, dem die Götter, die ihn an diesem Tag als einen der ihren anerkannten, einen wahrhaft glorreichen Sieg schenkten. Alexander schätzte den Sieg von Gaugamela so hoch ein, dass er sich nach der Schlacht vom Heer als König von Asien ausrufen ließ. Dieser Titel enthielt auch den Anspruch auf die Rechtsnachfolge des Dareios. Der junge König betrachtete sich von nun an als rechtmäßigen Beherrscher des Perserreiches. Dass es wiederum nicht gelungen war, des flüchtigen Dareios habhaft zu werden, beeinträchtigte freilich diesen Anspruch. Der Perser war mit seiner Garde über das kurdische Gebirge ostwärts nach Medien entkommen, erreichte die medische Residenz Ekbatana und wurde im iranischen Hochland weiterhin als rechtmäßiger König anerkannt. Die Einnahme Babylons. Ähnlich wie nach der Schlacht bei Issos ließ sich Alexander auch jetzt nicht zu einer weiteren Verfolgung des Dareios hinreißen. Das nächste Ziel des jungen Königs war die Besetzung Mesopotamiens, von wo ihm der Zugang nach Susa möglich war, der Hauptresidenz der Perserkönige. Für den Kampf um die Rechtmäßigkeit der Herrschaft war der Besitz dieser Gebiete unerlässlich. Alexander brach daher ohne Zögern von dem seuchengefährdeten Gaugamela auf. Er zog nach Süden durch die Tigrisebene und gelangte ohne Widerstand in die Nähe Babylons am Euphrat, wohin Mazaios, der Satrap Mesopotamiens, nach der Schlacht bei Gaugamela geflohen war. Das makedonische Heer wurde vor der Stadt in Kampfbereitschaft aufgestellt, doch diese Vorsichtsmaßnahme erwies sich als unnötig, da Mazaios und die babylonischen Würdenträger Alexander in Demut entgegentraten, um ihm die Stadt zu übergeben. Babylon, die Metropole des Orients. Der Einzug Alexanders im November 331 war ein triumphales Ereignis. Durch das berühmte Ishtar-Tor ging der Zug über die Prozessionsstraße zur Königsburg, in Weihrauchwolken gehüllt, unter dem Gesang der Chaldäer und dem Jubel der Massen, vorbei an den hängenden Gärten der Semiramis, einem der sieben Weltwunder der Antike.
Es war wohl einer der größten Momente in Alexanders Leben. Babylon erst hat ihn zum Herrscher des Orients gemacht. Er opferte nach einheimischer Königssitte dem höchsten Gott Babylons Marduk und erneuerte damit die Tradition des babylonischen Königtums. Den Perser Masaios beließ er in seiner Stellung als Satrap, doch wurde ihm eine makedonische Besatzungstruppe zur Seite gestellt. 2 Monate hielt sich Alexander in Babylon auf, und sein Heer soll in keiner anderen Stadt derart der Sittenverderbnis ausgesetzt gewesen sein wie hier in der sagenhaften Stadt am Euphrat. Dann zog der makedonische Herrscher weiter. König Alexander, König als Brandstifter. Susa fiel mit seinen großen Schätzen an Gold und Silber Alexander kampflos in die Hände. Nächstes Ziel war Persepolis, eine der älteren Königsresidenzen des Reiches und Hauptstadt des Stammes der Perser, an dessen Spitze einst Kyros seinen medischen Oberherrn Astyages gestürzt und die Herrschaft über die iranischen Länder für sich selbst gewonnen hatte. Auch in Persepolis waren riesige Schätze an Gold und Silber aufgehäuft, die Alexander noch vollständig vorfand, als er die Stadt wiederum ohne Kampf einnahm. Die Beute an Edelmetall soll alles Frühere weit übertroffen haben. Es wurden Kamele und andere Lasttiere herbeigeschafft, um diese Reichtümer teils nach Susa zu transportieren, teils zur Verwendung für die Kriegskasse mitzuführen. Auf keinem anderen Gebiet zeigte sich der Gegensatz zwischen dem orientalischen und dem europäischen Denken wohl deutlicher als darin, dass Alexander die gehorteten Schätze der Perserkönige nutzbar machte und als Münzgeld dem wirtschaftlichen Leben zuführte. Der Aufenthalt Alexanders in dieser Stadt ist durch eine Tat des Herrschers überschattet, die er später heftig bereute. Der von ihm gelegte Brand der Königsburg, die einst Dareios der Erste errichtet hatte, belastete zeitlebens sein Gewissen. Während einer Siegesfeier, bei der Alexander und seine Freunde wohl ausgiebig gezecht hatten, gab er den Befehl, Brandfackeln in die Königsbauten zu werfen. Die großartigsten Baudenkmäler des alten Orients gingen in Flammen auf. Doch es war keine bloße Affekthandlung, es war ein gewolltes, sichtbares Zeichen dafür, dass die Macht der Perser gebrochen war. Besonders der griechischen Welt gegenüber wurde damit sichtbar gemacht, dass die Rache für Xerxes, der die Akropolisbauten in Athen durch Brand zerstört hatte, vollzogen sei. Das Heer erhielt in Persepolis 4 Monate Ruhezeit, während Alexander selbst mit einer kleinen Truppe das gebirgige Persis, die Stammlandschaft der Perser, unterwarf. Zum ersten Mal wurde bei diesem beschwerlichen Winterfeldzug über schneebedeckte Berge der Wunsch nach Umkehr laut, den Alexander jedoch durch sein persönliches Beispiel verstummen ließ. Im Mai 330 brach Alexander von Persepolis nach Ekbatana, der Hauptstadt Mediens, auf. Es war die letzte Königsresidenz nach Babylon, Susa, Persepolis und Pasargadai, der alten Residenz des persischen Reichsgründers Kyros. Der eigentliche Grund für den Zug nach Ekbatana lag darin, dass sich Dareios nach der Schlacht bei Gaugamela dorthin zurückgezogen hatte und nun dort ein neues Heer sammelte. Es schien also, dass es erst in Medien zur letzten Entscheidungsschlacht zwischen den beiden Königen kommen würde. Alexander zog auf der Straße, die von Persepolis in nordwestlicher Richtung nach Ekbatana führte, mehr als 700 Kilometer durch die Landschaft Paraitakene und erreichte in 12 Tagen die Grenze Mediens. Auf die Nachricht hin, dass sich Dareios schon zur Schlacht vorbereite, trieb Alexander sein Heer unter Zurücklassung des Trosses zu noch größerer Eile an. Als Ekbatana schließlich erreicht wurde, stellte sich jedoch heraus, dass Dareios die Stadt aufgegeben und sich weiter nach Osten zurückgezogen hatte. Das schnelle Heranrücken Alexanders
scheint zu Unstimmigkeiten im Gefolge des Dareios geführt zu haben. Artabasos, der Sohn des Satrapen Pharnabasos in Phrygien, der dem König auch verwandtschaftlich verbunden war, und auch der griechische Söldnerführer Patron setzten sich dafür ein, Alexander im Kampf zu begegnen. Der hohe Würdenträger Nabasanes und der ebenfalls mit dem König verwandte Bessos, Satrap von Baktrien und Sogdiane, drängten darauf, in die östlichen Gebiete auszuweichen. Sie hatten dabei wohl schon die Absicht, den Krieg im Osten selbstständig, ohne Rücksicht auf den erfolglosen Dareios, fortzusetzen. Als sie mit den baktrischen Truppen abrückten, sah sich auch Dareios gezwungen, ihnen mit dem Rest des Heeres zu folgen. Der Tod des Dareios. Als Alexander in die letzte persische Residenz Ekbatana einrückte, ohne auf Widerstand zu stoßen, war er überrascht. Er hatte damit gerechnet, Dareios in einer letzten Feldschlacht zu besiegen und seiner Person endlich habhaft werden zu können. Nun war sein Gegner wiederum entkommen, wie bei Issos und Gaugamela, und dieses Mal sogar ohne sich dem Kampf gestellt zu haben. Sein Vorsprung konnte aber nur wenige Tage betragen. Er könnte eingeholt werden, wenn man ihm sofort nachsetzte. In 11 Tagen durcheilte Alexander mit einer ausgesuchten Reitertruppe die 300 Kilometer von Ekbatana bis Ragai in der Nähe des heutigen Teheran. Als er dort erfuhr, Dareios habe schon die kaspischen Tore im Osten passiert, schien die weitere Verfolgung aussichtslos. Alexander legte eine mehrtägige Rast ein. Doch kaum war die Truppe erholt, trieb der König seine Leute mit Ungeduld weiter und hatte nach 2 Tagen ebenfalls die kaspischen Tore erreicht. Da trafen persische Überläufer mit der Nachricht ein, Dareios sei gefangen gesetzt worden. Ohne zu zögern, warf sich Alexander auf sein Pferd und sprengte mit nur noch kleinem Gefolge von etwa 60 Reitern Tag und Nacht voraus und erreichte schließlich etwa 350 Kilometer östlich von Ragai eine persische Wagenkolonne, deren Mannschaften sich ohne Widerstand ergaben. In einem Wagen fand Alexander Dareios, ermordet. Der Leichnam war mit goldenen Ketten gefesselt. Schweigend legte der junge König seinen Mantel ab und deckte ihn über den Toten. Eine menschliche und eine politische Geste. Alexander ehrte den unglücklichen Gegner und anerkannte ihn als seinen Vorgänger, dessen Tod er nun rächen und dessen rechtmäßige Nachfolge er nun antreten würde. Schon bald wurden die Umstände, die zum Tod des Großkönigs geführt hatten, bekannt. Der Konflikt im Gefolge des Dareios hatte sich nach dem Abzug aus Ekbatana verschärft. Nabasanes und Bessos wollten sich des Königs entledigen. Bei Alexanders Herannahen beabsichtigten die beiden zuerst, Dareios an den Makedoner auszuliefern, um dafür Dank zu erhalten. Doch dann beschlichen sie Zweifel und sie ließen den Großkönig ermorden. Dareios, der in kritischen Situationen seiner Kriegsführung versagt hatte, war auch in der letzten Phase seines Lebens kaum mehr Herr der Lage gewesen. Von Natur aus arglos und wenig energisch, brachte er auch am Ende nicht mehr die Entschlusskraft auf, sich gegen seine Umgebung durchzusetzen und sich entweder dem Sieger zu ergeben oder neuen Widerstand vorzubereiten. Der persische Großkönig, der nach nur 5-jähriger Regierung im Alter von etwa 50 Jahren starb, wäre unter gewöhnlichen Verhältnissen ein Herrscher von mittlerer Bedeutung gewesen. Aber als Gegner eines militärischen Genies und einer herausragenden Persönlichkeit mit außergewöhnlichen Führungsqualitäten und Charisma erscheint er in der Geschichte als tragische Figur. Alexander ließ den Leichnam des Dareios überführen und mit allen Ehren bei den persischen Königsgräbern in Persepolis beisetzen. Den Bruder des gemeuchelten Persers, Oxyarthes, der jetzt zu ihm überlief, nahm er in sein persönliches Gefolge auf. Wiederum ein Zeichen seines Anspruchs auf die Nachfolge des Dareios. Der Tod des Dareios.
Als Alexander in die letzte persische Residenz Ekbatana einrückte, ohne auf Widerstand zu stoßen, war er überrascht. Er hatte damit gerechnet, Dareios in einer letzten Feldschlacht zu besiegen und seiner Person endlich habhaft werden zu können. Nun war sein Gegner wiederum entkommen, wie bei Issos und Gaugamela, und dieses Mal sogar ohne sich dem Kampf gestellt zu haben. Sein Vorsprung konnte aber nur wenige Tage betragen. Er könnte eingeholt werden, wenn man ihm sofort nachsetzte. In 11 Tagen durcheilte Alexander mit einer ausgesuchten Reitertruppe die 300 Kilometer von Ekbatana bis Ragai in der Nähe des heutigen Teheran. Als er dort erfuhr, Dareios habe schon die kaspischen Tore im Osten passiert, schien die weitere Verfolgung aussichtslos. Alexander legte eine mehrtägige Rast ein. Doch kaum war die Truppe erholt, trieb der König seine Leute mit Ungeduld weiter und hatte nach 2 Tagen ebenfalls die kaspischen Tore erreicht. Da trafen persische Überläufer mit der Nachricht ein, Dareios sei gefangen gesetzt worden. Ohne zu zögern, warf sich Alexander auf sein Pferd und sprengte mit nur noch kleinem Gefolge von etwa 60 Reitern Tag und Nacht voraus und erreichte schließlich etwa 350 Kilometer östlich von Ragai eine persische Wagenkolonne, deren Mannschaften sich ohne Widerstand ergaben. In einem Wagen fand Alexander Dareios, ermordet. Der Leichnam war mit goldenen Ketten gefesselt. Schweigend legte der junge König seinen Mantel ab und deckte ihn über den Toten. Eine menschliche und eine politische Geste. Alexander ehrte den unglücklichen Gegner und anerkannte ihn als seinen Vorgänger, dessen Tod er nun rächen und dessen rechtmäßige Nachfolge er nun antreten würde. Schon bald wurden die Umstände, die zum Tod des Großkönigs geführt hatten, bekannt. Der Konflikt im Gefolge des Dareios hatte sich nach dem Abzug aus Ekbatana verschärft. Nabazanes und Bessos wollten sich des Königs entledigen. Bei Alexanders Herannahen beabsichtigten die beiden zuerst, Dareios an den Makedoner auszuliefern, um dafür Dank zu erhalten. Doch dann beschlichen sie Zweifel und sie ließen den Großkönig ermorden. Dareios, der in kritischen Situationen seiner Kriegsführung versagt hatte, war auch in der letzten Phase seines Lebens kaum mehr Herr der Lage gewesen. Von Natur aus arglos und wenig energisch, brachte er auch am Ende nicht mehr die Entschlusskraft auf, sich gegen seine Umgebung durchzusetzen und sich entweder dem Sieger zu ergeben oder neuen Widerstand vorzubereiten. Der persische Großkönig, der nach nur 5-jähriger Regierung im Alter von etwa 50 Jahren starb, wäre unter gewöhnlichen Verhältnissen ein Herrscher von mittlerer Bedeutung gewesen. Aber als Gegner eines militärischen Genies und einer herausragenden Persönlichkeit mit außergewöhnlichen Führungsqualitäten und Charisma erscheint er in der Geschichte als tragische Figur. Alexander ließ den Leichnam des Dareios überführen und mit allen Ehren bei den persischen Königsgräbern in Persepolis beisetzen. Den Bruder des gemeuchelten Persers, Oxyarthes, der jetzt zu ihm überlief, nahm er in sein persönliches Gefolge auf. Wiederum ein Zeichen seines Anspruchs auf die Nachfolge des Dareios. Die Hinrichtung des Philotas. Kurz nach dem Tod des Dareios wurde eine Verschwörung gegen Alexander aufgedeckt. Es handelte sich um ein von makedonischen Offizieren angezetteltes Komplott, an dem auch Philotas, der Sohn des in Ekbatana zurückgebliebenen Parmenion, beteiligt war. Als Kommandant der Hetärenreiterei gehörte Philotas zu den Männern der nächsten Umgebung des Königs. Man warf ihm vor, von der Verschwörung zumindest gewusst und es trotzdem unterlassen zu haben, seinen königlichen Herren zu unterrichten. Eine von Alexander einberufene Heeresversammlung erklärte Philotas für schuldig und sprach das Todesurteil gegen ihn aus, das nach makedonischem Recht und Brauch sofort durch Speerwürfe vollstreckt wurde. Was dann geschah, darf man wohl mit Recht als einen der dunkelsten Punkte im Leben Alexanders bezeichnen. Ohne vorherige Untersuchung
Von einem Spruch des Heeres ganz zu schweigen, ließ der Welteroberer nach der Hinrichtung Philotas unverzüglich die Weisung nach Ekbatana ergehen, auch den Vater Parmenion zu töten. In 11 Tagen wurde der Befehl in die ferne medische Hauptstadt gebracht und dort sogleich ausgeführt. Übertriebenes Sicherheitsbedürfnis ließ Alexander hier zum Mörder an einem seiner verdienstvollsten Heerführer werden. Niemals in der Geschichte des Abendlandes hat es später einen Hofstaat gegeben, der glänzender gewesen wäre als der Alexanders des Großen. Den Kern bildete natürlich das militärische Hauptquartier. Es wird für immer rätselhaft bleiben, wie groß die Zahl talentierter Generale war, die in des Königs Diensten standen. In Makedonien hat es im Abstand von nur einer Generation geradezu eine Häufung militärischer Ausnahmetalente gegeben. Alexanders Vater Philipp verfügte schon über eine große Zahl hervorragender militärischer Mitarbeiter, und noch seinem Sohn haben sie vortreffliche Dienste geleistet. Parmenion als Generalstabschef, Antipatros als Statthalter in Makedonien, Kleitos als Führer der Hetärenreiterei. Die jüngere Generalität, mit der Alexander seinen Feldzug führte, war so zahlreich, dass die Aufzählung ihrer Verdienste fast schon eine Geschichte des Alexanderzuges ergäbe. Alexander besaß die Souveränität, Verantwortung unbekümmert zu delegieren. So bekamen diese Männer immer wieder Aufgaben anvertraut, bei denen sie ihr Können beweisen konnten. Die Leistung des jugendlichen Eroberers wäre nicht zu erklären, wenn ihm nicht eine so große Zahl von tüchtigen Mitstreitern zur Verfügung gestanden hätte. Der König, ein Meister in der Handhabung der Macht, verstand auch zu belohnen. Es gab beim makedonischen Heer ein in langer Tradition entstandenes System der Rangordnung mit steigenden Ehren. Dieses Systems bediente sich Alexander, um die Eitelkeit seiner ehrgeizigen Generale zu befriedigen. Er war ein so guter Kenner des militärischen Handwerks, dass es ihm möglich war, die Ehren sogar gerecht zu verteilen. Und wo das bei gleichen Leistungen Schwierigkeiten machte, half ihm ein Einfall. Hephaistion war sein persönlicher Freund, Krateros sein enger Vertrauter und Berater. Beide hatten bedeutende militärische Meriten, und natürlich waren sie aufeinander eifersüchtig. Eine bei so leidenschaftlichen Naturen immer gefährliche Situation. Alexander löste das Problem, indem er Hephaistion, den Freund Alexanders, Krateros aber den Freund des Königs nannte. Doch es waren nicht die Ehren und Reichtümer, die Alexanders Gefolge an ihren König fesselten. Es waren die großen Aufgaben, die sie immer wieder reizten. Von gleicher Pracht wie das militärische Hauptquartier war der zivile Hofstaat Alexanders. Der wichtigste Mann der Verwaltung war Eumenes, ein Grieche aus Kardia. Er war der Vorsteher der königlichen Kanzlei. Er war zugleich Schreiber der Ephemeriden, des Tagebuchs, das über die Ereignisse des Feldzugs geführt wurde. Leider ist es verloren gegangen. Je höher er in der Gunst des Königs stieg, desto verhasster war er den makedonischen Generalen, der Grieche Eumenes. Sein gefährlichster Feind war der hochfahrende und zum Jähzorn neigende Hephaistion, der Freund Alexanders. Trotz der Feindschaft mit ihm erwies Eumenes, um seinen König nicht zu kränken, später in Ekbatana dem toten Hephaistion besondere Ehren. Eumenes war eben ein Mann von guten Manieren und untadeligem Charakter. Dieser König, mit seiner umfassenden Bildung, seinem hohen künstlerischen Verstand und seiner wissenschaftlichen Neugier, vermochte auch Intellektuelle und Künstler zu fesseln. Zum Hofstaat Alexanders gehörten Philosophen, ein ganzer Stab von Gelehrten, bildende Künstler, Literaten und Poeten. Der Marsch zum Hindukusch.
Sobald es die Witterungsverhältnisse im Frühjahr 329 erlaubten, überquerte Alexander mit seinem ganzen Heer den Hindukusch, jenes gewaltige, bis weit über 7000 Meter ansteigende Gebirge, das sich im nördlichen Teil des heutigen Afghanistan in ostwestlicher Richtung hinzieht und von den Griechen als Fortsetzung des Kaukasus oder des Tauros betrachtet wurde. Die Leistung, die er damit vollbrachte, steht in der antiken Kriegsgeschichte fast einzig da. Höchstens Hannibals Alpenüberquerung kann damit verglichen werden. Schon nach 15 Tagen hatte er, offenbar ohne größere Verluste, das Gebirge überwunden und betrat nun Baktrien. Der Usurpator und Königsmörder Bessos wagte es nicht, sich dem Gegner in einer offenen Feldschlacht zu stellen und zog sich unter Verwüstung des Landes nach Norden zurück. Von dem größten Teil seiner Anhänger und Soldaten verlassen, geriet Bessos aber schon bald in die Hände einer von Ptolemaios, dem späteren ägyptischen Pharao, geführten makedonischen Vorausabteilung. Alexander befahl, den Gefangenen nackt im Halseisen gefesselt heranzubringen und neben dem Wege aufzustellen, so dass die ganze vorbeiziehende Truppe ihn sähe. Er selbst richtete an ihn die Frage, warum er Dareios, seinen Herren, Verwandten und Wohltäter, festgenommen, gefangen, fortgeschleppt und schließlich ermordet habe. Nach Bessos Antwort, er habe es zusammen mit den übrigen Männern der Umgebung des Dareios in der Hoffnung getan, sich so des Königs Gnade zu verdienen, ließ Alexander den Gefangenen geißeln und durch einen Herold bekannt geben, was der Königsmörder gestanden hatte. In Zariaspa, der baktrischen Hauptstadt, erhob er später in aller Form Anklage gegen den Mörder seines Vorgängers. Das Urteil lautete Verstümmelung und grausame Hinrichtung. Mit abgeschnittenen Ohren und Nase wurde Bessos schließlich nach Ekbatana geführt und dort ans Kreuz geschlagen. Doch es blieb nicht friedlich im eroberten Land. Ein in seinem Rücken ausbrechender Aufstand verzögerte Alexanders Vorhaben, weiter nach Osten zu ziehen. Führer des Aufstandes war ein sogdianischer Adliger, Spitamenes, der fähigste und gefährlichste Gegner der Makedonen in diesen Jahren. Ein Meister des Kleinkrieges brachte er es fertig, ohne sich auf größere Kämpfe einzulassen, dem Feind durch blitzschnelle Überfälle Verluste beizubringen, die die in den Schlachten am Graniko bei Issos und Gaugamela erlittenen weit übertrafen. Es war ein antiker Partisanenkampf, den Spitamenes da führte. Erst im Frühjahr 328 vor Christus erlitt der kühne Reiterführer gegen Alexanders Soldaten eine schwere Schlappe, und die Gefährten des Spitamenes schickten dem Alexander den Kopf ihres Anführers, um den mächtigen König zu besänftigen. Hochzeit mit Roxane. Auch wenn unsere Herzen schmerzten, die Sehnsucht nach der Heimat uns nächtelang nicht zur Ruhe kommen ließ, so folgten wir doch, Alexander, den es immer heftiger nach Osten, in das geheimnisvolle Land der Indier zog. Um aber die Schätze dieses Landes zu erobern und die merkwürdigen Gebräuche ihrer Bewohner zu erkunden, musste das wilde Land der Sogdier unterworfen werden. Ihre Burgen, die wie Adlernester auf den Felsen klebten, waren schier uneinnehmbar. Der tiefe Schnee ließ das Mark in unseren Knochen erstarren. Wir nährten uns von halb erfrorenen Wurzeln und dem Fleisch der Pferde, die diesen Strapazen nicht standhielten. Aber unser Herrscher überwand durch List und Stärke auch den Widerstand dieser Barbaren. Denn die Götter waren auf seiner Seite. Auf der Burg des Barbarenfürsten Arimazes verstand es schließlich die schöne Roxane, gerade 13 Sommer jung und die Perle des Morgenlandes genannt, Tochter des Satrapen Osiartes, das Herz unseres Königs zu verzaubern. Der große Alexander erhob sie vor den Augen des Heeres zur rechtmäßigen Gemahlin, als er gemeinsam mit ihr das Brot brach und den Wein aus einem Kelch trank.
Die Hochzeit mit der blutjungen baktrischen Fürstentochter Roxane wird von manchen Historikern so gedeutet. Alexander wollte symbolisch zeigen, dass es seine Absicht war, die Herrschaft über Asien nicht auf Gewalt, vielmehr auf Liebe aufzubauen. Auch versäumte Alexander nicht darauf hinzuweisen, dass durch diese Verbindung die Gemeinschaft der Völker gefestigt werde. In Wirklichkeit dürfte es sich um eine wilde Leidenschaft des Welteroberers gehandelt haben, der sich rettungslos in die schöne Fürstentochter verliebt hatte. Er heiratete Roxane aus einem spontanen Entschluss heraus. Seine makedonischen Kriegskameraden standen dieser Hochzeit denn auch eher distanziert gegenüber. Aber sie fürchteten den Jähzorn ihres Königs und wagten nicht, offen Kritik an dieser Verbindung zu üben. Der Rückmarsch nach Babylon wurde in seltsam gedrückter Stimmung angetreten, so als ahne jeder Mann kommendes Unheil. Alexander tötet Kleitos. Im Herbst des Jahres 328 kam es zu jenem tragischen Gastmahl in Babylon, das Alexanders Seele für den kurzen Rest seines Lebens schwer belasten sollte. Die engsten Freunde des Königs saßen zusammen und zechten ausgiebig. Einige von ihnen begannen Spottlieder auf die Offiziere zu singen, die gegen Spitamenes wenig erfolgreich gekämpft hatten. Darüber kam es zu einem erregten Wortwechsel, in dessen Verlauf Alexander, vom Wein erhitzt, sich hinreißen ließ, seinen Jugendfreund Kleitos der Feigheit zu bezichtigen. Der aber blieb die Antwort nicht schuldig. »Diese Feigheit, Göttersohn, hat dir einst am Graniko das Leben gerettet. Durch das Blut der Makedonen und durch diese Wunden bist du so groß geworden, dass du Philipp verleugnest und dich dem Ammon zum Sohne aufdrängst.« Nun war der Bann gebrochen, und der ganze Groll der alten makedonischen Kampfgefährten gegen ihren König, der aus einem Primus inter pares, ein absoluter Monarch östlicher Prägung und Sohn des Gottes Ammon geworden war, brach ungehemmt hervor. Glücklich alle, die gestorben sind, ehe sie mit ansehen mussten, dass Makedonen mit medischen Ruten geschlagen werden und gezwungen sind, sich an Perser zu wenden, damit sie zu ihrem König Zutritt erhalten. Alexander möge doch künftig nicht mehr freie Männer an seine Tafel laden, sondern Barbaren und Sklaven, die den Saum seines Gewandes küssten und seinen persischen Gürtel anbeteten, schreit Kleitos trunken. Im Innersten getroffen springt Alexander auf und greift nach seinen Waffen. Aber Freunde hatten die vorsorglich weggeschafft. Der König fühlt sich verraten, denkt an einen Hinterhalt, schreit auf Makedonisch, wie immer, wenn er sich in höchster Erregung befindet, nach seiner Leibwache und lässt Alarm blasen. Kleitos wird inzwischen aus dem Raum geführt, doch der reißt sich los und kehrt in den Festraum zurück, fährt fort mit seiner lästerlichen Rede gegen den König und seine persischen Sitten. Seiner Sinne nicht mehr mächtig, reißt Alexander der Wache den Speer aus der Hand und schleudert ihn gegen Kleitos, der tödlich getroffen zu Boden sinkt. Im nächsten Augenblick ist Alexander nüchtern. So maßlos er im Zorn ist, so maßlos ist er in seiner Verzweiflung, als er den toten Freund vor sich auf dem Boden liegen sieht. 3 Tage und 3 Nächte darf niemand sein Zelt betreten. Der König verweigert jede Nahrung. Die Gefährten haben allen Groll gegen ihren König vergessen, umstehen verzweifelt sein Zelt und wissen nicht mehr weiter. Da tritt das Heer zusammen und erklärt, dass Kleitos zu Recht getötet worden sei. Mit Mühe gelingt es schließlich, den Freunden Alexander zu beruhigen. Sie beschwören ihn, an das Heer und an das Reich zu denken. Der Tod des Kleitos, verkünden sie, sei von den Göttern beschlossen worden. Die Erwartung, die vielleicht viele Makedonen an den tragischen Vorfall knüpften, nämlich dass ihr König die Konsequenzen aus der bitteren Erfahrung ziehen und es künftig vermeiden würde, ihnen als Göttersohn und asiatischer Großkönig angetan mit entsprechenden Insignien und Gewändern gegenüberzutreten,
Diese Erwartung erfüllte sich allerdings nicht, im Gegenteil. Alexander ging unbeirrt den eingeschlagenen Weg weiter. Er versuchte die Proskynese, das heißt den Kniefall der Asiaten vor ihrem Herrn und König, auch für die Makedonen und Griechen an seinem Hof einzuführen. Man muss sich einmal klar machen, was dieser Schritt für die Männer bedeutete, die Alexander teilweise von Jugend auf kannten, die Freud und Leid des persischen Feldzuges mit ihm geteilt und in ihm in erster Linie immer den Freund und Kampfgefährten gesehen hatten. Die persische Sitte, sich vor dem Großkönig in den Staub zu werfen, war von den Griechen seit jeher als besonders krasser und sinnfälliger Ausdruck der knechtischen Haltung des Orientalentums und darüber hinaus als Ausdruck der Anbetung eines von den Untertanen vermeintlich als Gott verehrten Monarchen aufgefasst worden. Doch die Verehrung für ihren heldenhaften König war so groß, dass sie alle bereit waren, der Forderung doch nachzukommen. Bis auf den Griechen Kallisthenes. Dieser Mann, ein Neffe des Aristoteles und sozusagen königlicher Hofhistoriograph, der Alexander bisher in Wort und Schrift hymnisch gefeiert hatte, weigerte sich offen, den Kniefall zu leisten. Als bald darauf eine Verschwörung gegen Alexander unter den Pagen des Hofes, deren Lehrer Kallisthenes war, aufgedeckt wurde, benutzte Alexander eiskalt die Gelegenheit zur Rache. Obwohl die Verhöre der Pagen auf der Folter nichts Belastendes gegen den Hofbiografen zutage förderten, gab Alexander ohne zu zögern den Befehl, Kallisthenes hinzurichten. Das indische Abenteuer. Das Heer, das von Baktra aus den Feldzug nach Indien antrat, war schätzungsweise 50.000 Mann stark. In seiner Zusammensetzung unterschied es sich deutlich von dem Heer der vorhergehenden Jahre. Starke Besatzungen, die meist aus altgedienten Makedonen und griechischen Söldnern bestanden, mussten in Baktrien und Sogdien zurückgelassen werden. Ihr Abzug wurde jedoch dadurch ausgeglichen, dass neue Verbände von Persern, Baktrern, Sogden und Saken aufgestellt und dem Heer angegliedert wurden. Dadurch vergrößerte sich natürlich der Anteil der Iraner gegenüber den Makedonen. Das galt vor allem für die Reiterei, da die iranischen Truppen größtenteils aus berittenen Bogenschützen bestanden. Es gab wohl mehrere Motive und Zielsetzungen, die Alexander zu seinem Indienfeldzug bewogen. Abgesehen davon, dass er Untätigkeit nicht ertrug, hielt er es für selbstverständlich, auch den östlichsten Teil des Perserreiches, das Indusgebiet, zu unterwerfen. Auf jeden Fall wollte Alexander die Küste des Ozeans erreichen, den er als natürliche Grenze seines Reiches ansah. Und er wollte die märchenhaften Wunder Indiens sehen, von denen die griechischen Historiker Hekataios, Herodot und Ktesias berichtet hatten. Letzterer schrieb von hundsköpfigen Menschen und einer Quelle, die sich alljährlich mit flüssigem Gold fülle, das man in Krügen abschöpfen konnte. Und noch etwas war es, was Indien für Alexander so verlockend machte. Der Gottkönig konnte den Spuren des Dionysos und des Herakles folgen, die dem Mythos zufolge ebenfalls nach Indien gezogen waren. Das war die Augenhöhe, die ihm angemessen erschien. An den Südhängen des Hindukusch-Gebirges hatte Alexander schon im Winter 330 auf 329 eine Stadt mit dem Namen Alexandreia gegründet. Hier traf er, nachdem er das Gebirge erneut in nordsüdlicher Richtung überquert hatte, die letzten Vorbereitungen für den Zug nach Indien. Während er selbst mit einem Teil des Heeres nördlich des heutigen Kabul durch wilde Gebirgsgegenden in Richtung Indus vordrang, gab er den Unterfeldherren Perdikkas und Hephaistion Order, mit dem übrigen Teil des Heeres auf einer leichteren, südlichen Route dem Indus entgegenzuziehen und den Übergang der gesamten Streitmacht über diesen Strom durch den Bau einer Brücke vorzubereiten. Ohne allzu große Schwierigkeiten konnten Perdikkas und Hephaistion ihren Auftrag ausführen. Alexander dagegen hatte mit seinem Heeresteil zahlreiche schwere Kämpfe zu bestehen.
Die wilden und streitbaren Bergstämme waren nur ganz selten bereit, sich dem fremden Eroberer kampflos zu unterwerfen. Viele leisteten in ihren befestigten Orten erbitterten Widerstand. Andere zündeten ihre Städte an und flohen, von den Makedonen verfolgt, in die Berge. Die größte Stadt in diesem Gebiet, Massaga, verteidigte sich lange erfolgreich mit Hilfe von 7000 indischen Söldnern, denen nach schließlich erfolgter Übergabe ein grausames Schicksal zuteil wurde. Von Alexander eingeladen, in seine Dienste zu treten, schlugen sie neben den Makedonen ihr Lager auf. Dann aber wurden sie von Alexanders Heer umzingelt und niedergemacht. Wieder einmal schreckte Alexander bei der Verfolgung seiner Ziele nicht vor einem blutigen Exempel zurück. Vor den Truppen Alexanders hatten sich viele Menschen auf ein Felsplateau mit dem Namen Aornos gerettet, das der Legende nach selbst von Herakles vergeblich belagert worden war. Militärisch völlig unbedeutend reizte es Alexander, etwas zu schaffen, was selbst dem Gott Herakles misslungen war. Unverzüglich machte er sich ans Werk und schaffte tatsächlich das Unglaubliche. Über eine tiefe Schlucht ließ er, ähnlich wie schon in Tyros, einen Damm gegen den Felsen aufschütten, zwang die Belagerten zur Übergabe und fühlte sich einmal mehr den Göttern zugehörig. Als Alexander schließlich im Frühjahr 326 den Indus erreichte, hatten Perdikkas und Hephaistion schon alles für den Übergang des Heeres über den Strom vorbereitet. Nach längerer Rast und feierlichen Opfern für die Götter wurde der Übergang durchgeführt und es begann der Vormarsch in den Panjab. Der mächtigste Fürst in den unmittelbar an diesen Strom grenzenden Gebieten, Taxiles, hatte mit Alexander schon im Vorjahr durch eine Gesandtschaft Beziehung aufgenommen. Jetzt zog er ihm an der Spitze eines glänzenden Gefolges entgegen, um ihn feierlich in seine Hauptstadt Taxila zu führen. Von Alexander reich beschenkt und durch Vergrößerung seines Gebietes geehrt, musste sich Taxiles dazu bereit erklären, fortan einen vom König eingesetzten Mitregenten neben sich zu dulden, und er musste Kämpfer für Alexander stellen. Aus Taxiles war ein Vasallenfürst geworden. Dem Beispiel des Taxiles folgten noch einige andere indische Herrscher. Nicht freilich Poros, der König der sich östlich des Hydaspes erstreckenden Gebiete. Er nahm mit seinem wohlgerüsteten Heer Aufstellung, um dem Eroberer aus dem Westen den Eintritt in sein Reich zu verwehren. Bei unserer Ankunft am Fluss Hydaspes zeigte sich, dass ein Übergang über den reißenden Strom nicht möglich war. Der indische Barbarenfürst hatte das Ufer auf weite Strecken gesichert. Auch war zu befürchten, dass unsere Pferde, selbst wenn der Übergang gelingen sollte, vor den zahlreichen Elefanten, die der indische König bereitgestellt hatte, um uns zu zerschmettern, scheuen würden. Es dauerte mehrere Wochen, bis unser König Alexander flussaufwärts mit Hilfe der Götter eine geeignete Stelle zum Übersetzen fand. Als die Feinde unsere Anwesenheit bemerkten, war es bereits zu spät. Die Streitmacht, die uns der Indierkönig Poros entgegensandte, schlugen wir blutig in die Flucht. Kaum hatten wir Verluste zu beklagen. Nur unser geliebter König trug Trauer im Herzen. Brach doch sein getreues Schlachtross Bukephalos entkräftet zusammen. Doch der Sieg war noch lange nicht unser. Denn jetzt sandte Poros die Hauptmacht gegen uns. An der Spitze seine Kampfelefanten mit jeweils 4 Mann und mehr auf dem Rücken, die uns wie wandelnde Festungstürme erschienen. Doch durch den Kampfeslärm und die erlittenen Wunden richteten die Elefanten im eigenen Lager mehr Verwirrung an, als dass sie dem Gegner nutzten. Und ich muss es gestehen, unsere iranischen Bogenschützen waren es, die am Hydaspes die Schlacht zu unseren Gunsten entschieden. Sie stießen vehement in die rechte Flanke der Indier, während unser König das Zentrum attackierte. Wir setzten mit wütendem Eifer nach, zersplitterten ihre Reihen und schlugen die braunhäutigen Teufel in die Flucht. Wir rasteten einen Monat, um unsere Wunden zu heilen und wieder zu Kräften zu kommen.
König Alexander aber ehrte den verwundeten König Poros und behandelte ihn wie einen Bruder. Er beließ ihm sogar seinen Schmuck, der prächtig und eine gute Beute gewesen wäre. Die Schlacht am Hydaspes im Juni 326 war Alexanders letzte große Feldschlacht. Der Hauptwiderstand im Panjab war damit gebrochen. Poros, der auf einem Elefanten tapfer gekämpft hatte und schwer verwundet worden war, wurde ehrenvoll behandelt. Alexander nahm ihn als Satrapen in sein Gefolge auf und bestätigte ihn als Beherrscher seines Gebietes, ohne ihm einen Makedonen zur Seite zu stellen. Auch in den späteren Zeiten blieb der Inder ein treuer Freund und Vasall des neuen Großkönigs von Asien, von dem er im ritterlichen Kampf überwunden worden war. Zwei Städte gründete Alexander zur Erinnerung an den großen Sieg und zur Sicherung dieses strategisch wichtigen Platzes: Nikaia, Stadt des Sieges, und zur Erinnerung an sein Lieblingspferd Bukephalos. Den Bau und die Befestigung der Städte überließ er seinem Unterfeldherren Krateros. Er selbst setzte mit dem Großteil des Heeres den Marsch nach Osten fort. Der Hyphasis wurde im Spätsommer 326 erreicht. Die Soldaten hofften nunmehr am Endpunkt ihres langen Marsches angelangt zu sein, der sie durch den Großteil der damals bekannten Welt geführt hatte. Aber Alexanders Eroberungslust war noch immer nicht gestillt. Als der König erfuhr, dass sich jenseits des Stromes wiederum ein reiches Land erstreckte, da wollte er auch den Hyphasis überschreiten und das Gebiet, das eben erst in seinen Gesichtskreis trat, unter seine Herrschaft bringen. Die Makedonen wussten, dass ihnen jetzt weitere Kämpfe und gefahrvolle Märsche durch unbekannte Länder bevorstanden, von denen niemand sagen konnte, wann und wo sie enden würden. Es kam zu Unruhen und Zusammenrottungen. Alexander, dem diese Stimmung nicht verborgen blieb, berief die höheren Offiziere zu sich und legte ihnen dar, dass es darum gehe, jetzt noch die letzten Stämme zu unterwerfen, um an die Ozeansgrenze im Osten zu gelangen. Er verkenne die bevorstehenden Mühen nicht, doch sei man bisher mit allen Schwierigkeiten fertig geworden und werde auch dieses Ziel erreichen. Da aber war es nun soweit, dass die alten Krieger ihrem König und Feldherrn mit einem unerbittlichen Nein entgegentraten. Einmal müsse des Marschierens und Leidens ein Ende sein. Die Erinnerung an die schweren Kämpfe gegen die Inder, die immer wieder hinausgeschobenen Marschziele, die zermürbende lange Regenzeit, vieles wirkte hier zusammen. Auch die Erlaubnis, die Umgegend des Hyphasis zu plündern und nach Belieben Beute zu machen, sowie Sold zu lagen, brachten bei der Truppe keinen Umschwung der düsteren Stimmung. Alexander zog sich zornig in sein Zelt zurück. Nach 3 Tagen, die Opferschau der Zeichendeuter verhieß ebenfalls nichts Gutes, verkündete der Welteroberer dem Heer seinen Entschluss zur Rückkehr. Es war Sommer 326 vor Christus, und unter den Soldaten im Lager herrschte große Freude. Was Alexander letztlich zur Umkehr am Hyphasis bewog, ist allerdings nicht so ohne weiteres klar. Ohne die Weigerung des Heeres hätte er gewiss den Hyphasis überschritten, um über das Gangesgebiet, von dessen Größe er freilich keine Vorstellung besaß, den Ozean zu erreichen. Das Heer war durch indische Truppen verstärkt, Nachschub aus Makedonien und Griechenland wurde erwartet und traf bald darauf auch ein. Die rückwärtigen Verbindungslinien waren gesichert, die Regenzeit ging zu Ende. Wenn Alexander dennoch auf den Angriff verzichtete, dann lag das nicht nur am Widerstand seiner Offiziere und Veteranen, sondern daran, dass er auf sein eigentliches Ziel, den Ozean zu erreichen, nicht verzichten musste. Anstatt in östlicher Richtung konnte er mit einer Flotte den Indus hinabfahren und den Ozean auch in südöstlicher Richtung, wie er glaubte, erreichen. Am Hyphasis handelte es sich für Alexander also mehr um eine Richtungsänderung als um eine Rück- oder Umkehr. Jetzt ließ er am Fluss 12 turmhohe Altäre errichten, die die Grenze des Reiches bezeichnen sollten. Das war im Spätherbst,
326 vor Christus. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, wie ein Vogel über die Erde zu fliegen oder wie ein Fisch die Meere zu durchpflügen. Wir sind unserem göttlichen König bis an den Hyphasis gefolgt. Narben von den vielen Schlachten bedeckten unsere Körper wie hässlicher Ausschlag. Wir haben die barbarischen Völker Asiens geschlagen, wo immer wir sie trafen, haben ihre Frauen und Töchter genommen, sie ihrer Schätze beraubt und sie in die Sklaverei verkauft. Und als sich König Poros uns mit seinen mächtigen Elefanten in den Weg stellte, haben wir auch ihn bezwungen. Aber dieses fremde Indienland wird sogar von unseren Göttern gemieden. Merkwürdige Götzen beten die Bewohner an, bei denen sich nicht einmal eine Plünderung lohnt. Am schlimmsten aber ist der ständige Regen, der nachts den Schlaf raubt und uns am Morgen elend fühlen lässt. Unsere Körper gehorchen uns nicht mehr, jedes Glied schmerzt. Aussätzigen Bettlern im heimischen Makedonien geht es besser als uns. Was nutzen uns all die Schätze Asiens, des Königs Gunst, wenn unsere Knochen jenseits des Hyphasis vermodern und weder Sohn noch Tochter die Götter auf dem Olymp um Milde für unsere Seelen anflehen? In einem Land, wo die Ameisen so groß wie Hunde werden und Fliegen so gewaltig wie Adler, wollen wir nicht sterben. Wir wollen heim, zu unseren Lieben. Die wenigen Jahre, die uns noch verbleiben, die morschen Knochen am makedonischen Herd wärmen. Der Rückzug. Als das Heer wieder am Hydaspes eintraf, stand der Flottenbau, den Alexander Monate zuvor in Auftrag gegeben hatte, um irgendwann von hier aus den Ozean zu erkunden, kurz vor seinem Abschluss. Alexander beschloss, sich selbst mit einem Teil der makedonischen Kerntruppen einzuschiffen, während Kratero und Hephaistion das Gros des Heeres zu Fuß in zwei getrennten Heersäulen längs der beiden Ufer des Flusses nach Süden führen sollten. Mit neuen, großartigen Opfern gab Alexander das Zeichen zur Fahrt nach dem Ozean und damit zur letzten Etappe des indischen Feldzuges. Das war im Spätherbst, wie gesagt, 326 vor Christus. Vom Hydaspes ging es zunächst hin in den Akesines, dann weiter in den Indus. Die Bewohner der Gebiete links und rechts der Ströme kamen, soweit sich ihre Fürsten Alexander unterworfen hatten, in Scharen gelaufen und betrachteten staunend den gewaltigen, viele hundert Schiffe zählenden Flottenzug, der sich vor ihren Augen stromabwärts bewegte. Zwei sehr volkreiche und kriegerische, im Mündungsgebiet des Hyarotis sitzende Stämme, die Maller und die Oxydraker, griffen zu den Waffen, um Alexander den Durchzug durch ihr Gebiet zu verwehren. Doch blitzschnell, wie es seine Art war, stand er vor den Mauern der Städte und brach den Widerstand. Immerhin setzten sich einige der mallischen Städte heftig zur Wehr. Durch seinen tollkühnen Mut geriet Alexander dabei in eine verzweifelte Situation, aus der ihn seine Gefährten nur unter größten Schwierigkeiten befreien konnten. Alexander war als erster auf einer der Sturmleitern die Mauer einer mallischen Festung emporgestürmt. Und als die Sturmleiter unter der Last der nachdrängenden Soldaten zusammenbrach, sprang er nahezu allein von der Mauer in die feindliche Stadt. Dort verteidigte er sich, einem homerischen Helden gleich mit dem Rücken zur Wand, gegen die Übermacht der andrängenden Feinde. Aber ein Pfeil traf ihn in die Brust. Der königliche Held sank ohnmächtig zu Boden. Seine gleichfalls schon schwer verwundeten Gefährten Leonatos und Peukestias vermochten ihn kaum noch zu schützen. Da rettete ihn im letzten Moment eine makedonische Abteilung, die sich mit dem Mut der Verzweiflung über die Mauer und durch ein zertrümmertes Stadttor den Weg zu ihm gebahnt hatte. Als das Gerücht die Runde machte, Alexander sei im Kampf gefallen, brach großes Wehklagen im Heer aus. Erst als der Gottkönig auf einem altarähnlichen Gerüst unter einem prunkvollen Baldachin ruhend, von seinem Schiff aus die Veteranen am Ufer mit dem Heben seines Armes matt grüßte, beruhigten sich die Krieger wieder und jubelten. Solange ihr Held am Leben war, fürchteten sie nichts. Auch im Verlauf der weiteren Fahrt hinab zur Mündung des Indus traf Alexander auf Dynasten und Völkerschaften,
die von freiwilliger Unterwerfung nichts wissen wollten oder die sich nach scheinbarer Unterwerfung in seinem Rücken gegen ihn erhoben. Die Bewohner von Patala, einer ansehnlichen Stadt an der Stelle, an der sich der Indus in zwei große Mündungsarme teilt, hielten es für das Beste, ihre Wohnsitze den anrückenden Makedonen kampflos zu überlassen. Alexander besetzte den verödeten Platz und gab sogleich Befehl, die Hafen- und Werftanlagen wie auch die Befestigungen auszubauen. Begleitet von nur wenigen Schiffen setzte er die Fahrt den westlichen Arm des Indus-Deltas hinab zur Mündung des Stromes fort, um hier zwei feierliche Opfer den Göttern darzubringen, wie es ihm von Ammon aufgetragen war. Allein fuhr er schließlich weit in den Ozean hinaus, wo er dem Gott Poseidon ein drittes, besonders großartiges Opfer darbrachte. Zwei Stiere wurden geschlachtet und ins Meer versenkt. Auch die goldenen Gefäße und Schalen, aus denen der König spendete, wurden den Fluten als kostbare Gaben für den Beherrscher des Meeres überlassen. Mit dieser Opferhandlung auf dem Indischen Ozean, die in besonderer Weise die ebenso starke wie urtümlich primitive Religiosität Alexanders bezeugt, fand der indische Feldzug einen weihevollen Abschluss. Der Marsch durch die Wüste. Nachdem Alexander von seiner Fahrt an die Indusmündung wieder in Patala eingetroffen war, ließ er die Rückkehr des Heeres und der Flotte nach Westen vorbereiten. Der Kern des Heeres sollte unter seiner Führung in Küstennähe durch die Satrapien, Gedrosien und Karmanien ziehen und die Flotte unter Nearchus an der Küste entlang bis zur Euphratmündung segeln, um zugleich die Möglichkeit eines regelmäßigen Seeverkehrs auf dieser Strecke zu erkunden. Es war ein kombiniertes Land- und Seeunternehmen, wie es schon mehrmals, zuletzt am Indus, durchgeführt worden war. Da der Landweg durch Wüstengebiet führte und als besonders schwierig galt, wurde Proviant für 4 Monate gesammelt, zum Teil vorausgeschickt und am Wege gelagert, wo auch Brunnen gegraben werden mussten. Das Heer, das den gefährlichen Wüstenmarsch durchführen sollte, bestand aus ausgesuchten makedonischen Verbänden und berittenen Bogenschützen, kaum mehr als 20.000 Mann mit dem zugehörigen Tross. Alexander hatte beabsichtigt, weiter an der Küste Gedrosiens entlang zu marschieren, um dort zugleich Stützpunkte für die nachkommende Flotte anzulegen. Doch das Küstengebirge Taloi westlich von Kokala zwang ihn, ins Landesinnere auszuweichen und dort den Fluss Hingol zu überschreiten. Jetzt zeigten sich mit aller Härte die Schrecken der Wüste Gedrosiens. Hitze, Sandstürme und Wassermangel bewirkten, dass nur in der Nacht marschiert werden konnte. Die Lebensmittel wurden so knapp, dass Zugtiere geschlachtet werden mussten. Wagen, Beute, Gepäck und viele Erschöpfte blieben am Wege liegen. Die Mühen waren unvergleichlich schlimmer als bei allen anderen Zügen in Asien. Es schien, als ob sich alle Götter gegen uns verschworen hätten. Jeder Schritt, mit dem wir uns der Heimat näherten, war eine Qual. Die glühende Sonne, die unser Blut zum Kochen brachte, die schrecklichen Sandstürme, direkt aus dem Höllenschlund des Hades gesandt, machten ein Weiterkommen fast unmöglich. Und nirgends eine Quelle, an der wir uns laben konnten, nirgends ein Baum, der uns hätte Schatten spenden können. Keine Herberge für die Nacht. Viele meiner Kameraden hätten ihr ganzes Vermögen gegen einen Schlauch voll Wasser getauscht. Doch es gab kaum noch etwas. Manche wurden für immer wirr im Kopf. Als Alexander ein Helm mit den letzten Tropfen, die noch aufzutreiben waren, gereicht wurde, da schüttete er das kostbare Nass verächtlich in den Wüstensand. Es solle ihm nicht besser ergehen als seinen Soldaten, rief er aus. Bei den Göttern. Unser Herrscher zeigte Größe. Auch in der Stunde der Not. Eine Katastrophe schien sich für das Heer anzubahnen. Doch Alexander verlor nicht die Nerven.
Er ließ die Richtung nach Südwesten einhalten, um wieder an die Küste zu gelangen. Als sich herausstellte, dass sich die einheimischen Führer verirrt hatten, bog er mit 5 Begleitern nach Süden ab, bis er bei Pasni die Küste vor sich sah, wo er sogleich mit Erfolg nach Süßwasser graben ließ. Hier konnte sich das nachrückende Heer wieder sammeln und neue Kräfte schöpfen. 8 Tage später gelangte es zu der Persischen Straße. Nach weiteren 320 Kilometern wurde die gedronische Hauptstadt Pura erreicht. Ende des Jahres 325 wurde hier Rast gehalten. Die Flotte, mit der keine Verbindung zustande gekommen war, musste als verloren gelten. Für den Weitermarsch nach Germanien hatte Alexander nach den Erfahrungen in Gedrosien besser vorgesorgt. Aus den umliegenden Satrapien kamen Kamelkarawanen an, die mit zubereiteten Lebensmitteln bepackt waren, dazu Pferde und Zugtiere. Wie vereinbart traf hier auch Krateros mit seiner Heeresgruppe wieder mit Alexander zusammen. Er war vom Indus über den Mullah-Pass, den Bolan-Pass nach Alexandreia in Kandahar, dann weiter auf der Straße nach Drangiane gezogen. Unterwegs musste er mehrere Aufstände niederschlagen. Nach den überstandenen Leiden und Entbehrungen glich der Zug des wiedervereinigten Heeres durch Germanien mit üppigen Vorräten und blumengeschmückten Wagen, von Frauen und Musikanten begleitet, zeitweilig einem Festzug. Die Flotte war indes früher als geplant von der Indusmündung ausgelaufen, da sich die Bevölkerung nach dem Abmarsch Alexanders feindlich verhielt. An der Küste der Arabiten musste 24 Tage gewartet werden, bis die für die Weiterfahrt günstige Nordostwinde einsetzten. An der felsigen Küste, aber auch an den vorgelagerten Inseln, wurde immer wieder angelegt, um Trinkwasser und Nahrung zu beschaffen. Nur einmal konnte die Verbindung mit dem Landheer hergestellt werden. So wurden in Kokala gelagerte Lebensmittel für 10 Tage übernommen. Nach einem Gefecht mit Küstenbewohnern an der Mündung des Tomeros gelangte die Flotte in die Gegend der Ichthyophagen, eines bettelarmen Volkes, das vorwiegend von rohem Fisch lebte und in primitiven Hütten hauste. In einer befestigten Siedlung, die mit Mühe überrumpelt werden konnte, wurde nur Fischmehl erbeutet. Die Makedonen litten bittere Not. Meuterei lag in der Luft. Als das Kap Maketa an der Straße von Hormus auftauchte, schlug der Obersteuermann Onesikritos vor, nach Westen abzudrehen und Arabien zu umfahren. Nearchus konnte jedoch die Mannschaften davon überzeugen, dass dieser Rat, der zudem den Weisungen Alexanders widersprach, noch mehr unbekannte Gefahren bringen könne und daher für alle verderblich wäre. Die Fahrt der Schiffe wurde bis zum Eingang des Persischen Golfes fortgesetzt. Bei Hormus, an der Mündung des Minab, fand sich schließlich in fruchtbarer Gegend ein sicherer Landeplatz. Durch Zufall erfuhr Nearchus, dass sich Alexander mit dem Heer 5 Tagesmärsche landeinwärts befand. Einige Perser aus dem Schiffslager hatten einen Mann getroffen, der griechische Tracht trug, griechisch sprach und erklärte, zum Lager Alexanders zu gehören. Er hatte sich verirrt. Nearchos eilte mit wenigen Begleitern zu seinem König, der die abgemagerten, struppigen Männer zunächst gar nicht wiedererkannte. Als Alexander erfuhr, dass die ganze Flotte gerettet sei, brach er in Tränen aus. »Bei Zeus und Ammon«, soll er gerufen haben, »darüber freue ich mich mehr als über die Eroberung ganz Asiens.« Nach tagelangen Dankopfern und Festspielen brach Nearchus wieder auf, segelte mit der Flotte an der Ostküste des Persischen Golfes entlang bis zum Mündungsgebiet von Euphrat und Tigris und warf in der Nähe von Susa Anker, um dort mit Alexander und dem Landheer wieder zusammenzutreffen. Indes eilte Alexander, begleitet nur von wenigen leichten Truppen, von Germanien auf kürzestem Wege nach Persepolis und weiter nach Susa, um in den alten Zentren des Perserreiches nach dem Rechten zu sehen. Vor allem um Strafgerichte gegen die Großen, die sich als unwürdig des in sie gesetzten Vertrauens erwiesen hatten, zu vollziehen. Darunter war auch der Finanzverwalter Harpalos,
der in seinem Größenwahn und im Glauben, dass Alexander nicht mehr aus Indien zurückkehren werde, seiner berüchtigten Athena-Mätresse Pythionike ein Standbild errichtet und von der Bevölkerung verlangt hatte, es anzubeten. Harpalos floh, als er von der Rückkehr Alexanders erfuhr, zunächst nach Athen und dann nach Kreta. Sein zusammengerafftes Vermögen brachte ihm jedoch kein Glück. Er wurde ermordet. Während Alexander die Schuldigen verfolgte, ehrte und beförderte er zugleich bewährte Freunde und Mitkämpfer. Hephaistion, der ihm am nächsten stand, erhielt die Würde eines Chiliarchen, eines Stellvertreters des Königs. Die verdientesten Männer in der Umgebung Alexanders erhielten als besondere Auszeichnung goldene Ehrenkränze. Zunächst Peukestas und Leonatos, die ihn bei den Malern mit den Schilden gedeckt und so das Leben gerettet hatten, dann Nearchos und Onesikritos für ihre erfolgreiche Flottenfahrt von Indien zum Persischen Golf. Zahlreiche andere erhielten ebenfalls Auszeichnungen und Geschenke. Außerdem kam Alexander für alle Schulden auf, die seine Soldaten angehäuft hatten. Die Massenhochzeit von Susa. Zum feierlichen Abschluss der Feldzüge wurde in Susa ein glänzendes Hochzeitsfest begangen. Alexander vermählte sich, seine Freunde und Mitkämpfer mit vornehmen iranischen Frauen und legalisierte alle Konkubinate makedonischer Soldaten. Er selbst nahm Stateira, die älteste Tochter Dareios III., und Parysatis, die jüngste Tochter von Artaxerxes III. Ochos, gleichzeitig zur Ehe, um seine Verbindung mit der persischen Dynastie der Achämeniden zum Ausdruck zu bringen. Roxane blieb seine Gemahlin, nach der orientalischen Königssitte der Polygamie. Seinem Freund Hephaistion gab er Drypetis, die zweite Tochter des Dareios, um auch hier ein verwandtschaftliches Verhältnis herzustellen. Bei den Soldaten ließ Alexander mehrere tausend Verbindungen als rechtmäßige Ehen anerkennen. Das Fest wurde in einem prunkvollen Königszelt 5 Tage lang gefeiert. Für die jungen Paare spendierte Alexander großzügig eine Aussteuer. Natürlich war es die Absicht des Königs, Makedonen und Perser zusammenzuführen, um die Einheit des Reiches für die Zukunft zu sichern. Dann, wenn der Euphrat und der Tigris den Weg zum Meer nicht mehr finden, wird man immer noch über dieses Fest sprechen. Das Beilager wurde nach persischer Sitte gehalten. Das große königliche Zelt war zu diesem Feste eingerichtet. Die Kuppe desselben, mit bunten und reich gestickten Stoffen überbreitet, ruhte auf 50 vergoldeten oder versilberten, mit kostbaren Gesteinen ausgelegten Säulen von 30 Fuß Höhe. Ringsumher hingen als Zeltvorhänge kostbare, golddurchwirkte, mit vielfachen Schildereien durchwebte Teppiche von schwer vergoldeten Stäben herab. Der Umfang des ganzen Zeltes betrug 4 Stadien. Das Innere desselben war mit Gold, Scharlach, Himmelblau und Purpur ausgeschmückt. Inmitten des Zeltes war die Tafel gedeckt. Auf der einen Seite standen die 100 Divans der Bräutigame, auf silbernen Füßen ruhend, mit hochzeitlichen Teppichen überbreitet. Nur der des Königs in der Mitte war von Gold. Auf der anderen Seite der Tafel und im Zelt umher die Plätze der übrigen Gäste, die geladen waren, der morgenländischen Fürsten, der Gesandtschaften, der vielen Fremden am Hofe. Im Hintergrund des Gezelts die Brautkammern, ebenso kostbar für die Brautnacht eingerichtet. Gleichzeitig waren durch das ganze Lager für alle Truppen, für die Schiffsleute, für den Tross des Heeres und das Gefolge der Gäste, für alle Fremden im Lager, reiche Tafel gedeckt. Dann gaben die Heertrompeter vom königlichen Zelt her das Zeichen zum Beginn des Festes. Die Gäste des Königs, es waren ihrer 9000, setzten sich zum Mahl. Und wieder verkündete das Schmettern der Trompeten, dass der König jetzt den Göttern spende. Und mit ihm spendeten seine Gäste, jeder aus goldener Schale, dem Hochzeitsgeschenk des Königs. Als die Mischkrüge mit Wein gebracht wurden
und die Becher kreisten, trat der Zug der verschleierten Bräute herein. Und die Fürstentöchter gingen, jede zu ihrem Bräutigam. Die Bräutigame boten ihnen die Rechte und zogen sie zu sich auf den Teppich. Dann gab der König seiner Braut den bräutlichen Kuss, und seinem Beispiel folgten die Getreuen. Die Bräute liebkosend und beim Wein froh, saßen sie bis spät in die Nacht, bis ein Paar nach dem andern in die bräutliche Kammer verschwand. Fast 80 solcher Ehen wurden geschlossen. Wie sehr die Getreuen diese Ehen als Zwang empfanden, wurde nach dem Tode des Königs deutlich, als sie mit einer Ausnahme, nämlich die des Seleukos, nicht zögerten, die ihnen in Susa angetrauten Frauen wieder zu verstoßen. Auch konnte dieses prachtvolle 5 Tage dauernde Fest nicht verhindern, dass sich die altgedienten Makedonen gegen die zunehmende Eingliederung iranischer Truppenverbände ins Heer wehrten, und der Unmut darüber immer größer wurde. Die Makedonen, die mit Alexander die gewaltigen Siege erfochten hatten, fühlten sich und ihre Leistungen nicht mehr gebührend gewürdigt. Ihr Feindbild war noch immer festgefügt. Die iranischen Völker, die sie besiegt hatten, orientalische Barbaren, die weit unter ihnen standen, sollten plötzlich gleichberechtigte Kameraden sein? Das musste zu Aufruhr führen. Als in Susa 30.000 junge Perser, die Alexander als seine Epigonen bezeichnete, in makedonischer Waffenrüstung herangeführt wurden, vor der Stadt ihr Lager bezogen und eine Militärübung nach makedonischem Muster vorführten, fühlten sich die Veteranen brüskiert. Baktrische, sogdische, parthische, arachosische und andere iranische Reiterverbände waren schon der Hetärenreiterei angegliedert, die Söhne persischer Satrapen in die Leibgarde aufgenommen worden. Alexander schien immer mehr asiatischen Sinnes zu werden, wie es die Makedonen nannten. Sie glaubten, er bevorzuge deshalb jetzt die Barbaren, weil ihm am Hyphasis der Weitermarsch verweigert wurde und ihm in der Heeresversammlung bisweilen widersprochen worden war. Doch Alexander, der sich nicht nur als König der Makedonen, sondern auch der Perser verstand, hatte lange die Notwendigkeit erkannt, auch die iranischen Völker zur Erhaltung seiner Herrschaft und des Reiches heranzuziehen. Wie einst schon die persischen Achämeniden die Gewohnheit hatten, die Sommermonate anstatt in Susa in dem kühleren Ekbatana zu verbringen, so entschloss sich auch Alexander nach längerem Aufenthalt in Susa für den bevorstehenden Sommer 324 vor Christus die medische Hauptstadt aufzusuchen. Er wies Hephaistion an, das Gros des Heeres an den Tigris zu führen und bestieg selbst mit einem Teil seiner makedonischen Gardetruppen die Schiffe der Flotte, um vorerst den Fluss Euleios hinab zu den Mündungen des Euphrat und Tigris zu fahren. Dann ging die Fahrt weiter den Tigris aufwärts gegen Opis zu, wo die Wiedervereinigung mit dem Hauptheer erfolgte. Die Revolte. In dieser Stadt, am Mittellauf des Tigris, verkündete Alexander den versammelten makedonischen Veteranen seinen Entschluss, sie in ihre alte Heimat zu entlassen, soweit sie zum Militärdienst nicht mehr tauglich waren. Die Wirkung dieser Eröffnung war aber eine ganz andere, als der König sie wohl erwartet hatte. Alles schrie durcheinander. Nun, da er sie abgenutzt habe, wolle er sie los sein. Er solle doch lieber gleich das ganze Heer nach Hause schicken und künftig mit seinem Vater Ammon zu Felde ziehen. Ihre aufgestaute Erbitterung kam jetzt offen zum Ausbruch. Auch andere, nicht zur Entlassung vorgesehene Soldaten erklärten sich solidarisch und verlangten, unter solchen Umständen ebenfalls entlassen zu werden. Alexander, von dieser Stimmung überrascht, zögert. Dann springt er in höchster Erregung von der Rednerbühne, ergreift 13 der ärgsten Schreier, zeigt hier hin und dorthin. Die Männer werden ergriffen und in Ketten gelegt. Für ihn sind sie Meuterer. Eine kurze Ansprache, in der er die gemeinsamen Erfolge vieler Jahre unter seiner Führung hervorhebt, schließt er sarkastisch mit der förmlichen Entlassung des ganzen makedonischen Heeres. Also zieht ab! Das war der schwerste Konflikt, den Alexander jemals mit seinem Heere auszutragen hatte. Der König zieht sich zurück und bleibt auch am nächsten Tag unzugänglich. Dann beruft er die persischen Würdenträger zu sich, erklärt sie zu seinen Verwandten
und verteilt an sie die Befehlshaberstellen des Heeres. Die persischen Truppenverbände erhalten die Bezeichnungen der makedonischen Einheiten und Waffengattungen. Auch eine persische Leibwache wird gebildet. Alexander ist entschlossen, die Konsequenzen aus der veränderten Lage zu ziehen. In einer Rede vor den versammelten Persern, die er durch einen Dolmetscher übersetzen lässt, erinnert er an seine Vermählung mit der persischen Königstochter und erklärt, Asien und Europa seien ein Reich, und alle, die unter dem gleichen König lebten, hätten auch die gleichen Rechte. Das allerdings entsprach seiner Überzeugung. Als dieser Aufruf des Königs, die Nachricht von der Aufstellung des neuen Heeres samt der persischen Leibwachen im Lager der Makedonen bekannt wurde, überfiel die Veteranen große Verzweiflung und bittere Reue. Sie verfluchten, was sie getan, zogen vor das Schloss des Königs, warfen zum Zeichen ihrer Demut und ihres Flehens die Waffen vor dem Eingang auf einen Haufen. Sie jammerten und schrien, dass sie sich auf Gedeih und Verderb ergeben, dass Alexander über sie verhängen möge, was ihm gut scheine, dass er sie strafen möge, wie es undankbare Aufrührer und Meuterer verdienten. Sie forderten, eingelassen zu werden, um sich dem König als Flehende zu nahen, um ihm die Urheber des Aufruhrs auszuliefern. Sie würden Tag und Nacht nicht von der Stelle weichen, bis sich der König ihrer erbarme. So blieben sie 2 Tage und 2 Nächte vor dem Schloss und wurden nicht müde, um Gnade zu flehen und nach Alexander, ihrem König und Herrn, zu rufen. Endlich öffneten sich die Pforten des Schlosses, und der König trat heraus. Als er da seine Veteranen, die so tapfer mit ihm all die schweren Schlachten geschlagen hatten, so demütig vor sich sah, da konnte er die Tränen der Rührung nicht mehr zurückhalten. Er trat näher, um zu ihnen zu sprechen. Sie aber drängten sich um ihn und hörten nicht auf, ihn anzuflehen, warfen sich in den Staub und schrien vor Verzweiflung. Als der König uns endlich die Majestät und Gnade seiner göttlichen Gegenwart schenkte, da trat ich vor und sprach: O König, was uns Makedonen vor allem schmerzt, ist, dass du Perser zu deinen Verwandten gemacht hast, dass Perser sich nun Alexanders Verwandte nennen und dich küssen dürfen. Und von uns Makedonen ist nie einer dieser Ehre teilhaftig geworden. Da rief der König: Euch alle mache ich zu meinen Verwandten und nenne euch so von Stund an. Und er trat auf mich zu und küsste mich. Und von den Soldaten küsste ihn, wer wollte. Da nahmen wir unsere Waffen auf und jubelten laut und sangen Freudenlieder und zogen jauchzend in unser Lager zurück. Alexander aber gebot, zur Feier der Versöhnung ein Opfer für die Götter zu bereiten. Dann wurde ein großes Mahl gehalten, an dem fast das gesamte Heer teilnahm. In der Mitte saß der König unter uns. Es war der größte Sieg, den wir je erfochten. Wir hatten das Herz unseres geliebten Herrschers zurückerobert. Es waren schließlich etwa 11.000 Veteranen, die nun willig Abschied nahmen, um nach Makedonien zurückzukehren. Sie erhielten weiteren Sold, dazu einen hohen Betrag für die Reise. In einem Schreiben wurde Alexanders Statthalter in Makedonien, Antipatros, angewiesen, den Heimkehrern zu Hause ständig Ehrenplätze im Theater und den Kindern der Gefallenen eine Rente in Höhe des Soldes ihrer Väter zu gewähren. Die Soldatenkinder von asiatischen Frauen blieben im Lager zurück, um hier erzogen und später nach Makedonien gebracht zu werden. Im Herbst 324 erkrankte Hephaistion. Er hatte hohes Fieber und starb binnen weniger Tage. Kein Verlust seit dem tragischen Ende des Kleitos erschütterte den Monarchen mehr als der Tod seines besten Freundes und Kameraden. Tage und Nächte lag er bei der Leiche, fastete, schnitt sich das Haar, alle Feierlichkeiten im Lager mussten abgebrochen, den Pferden die Mähne geschoren, die Zinnen der Stadtmauern von Ektabana geschleift werden. Für das ganze Land wurde Staatstrauer angeordnet. An das Orakel des Ammon in Ägypten gingen Boten ab mit der Anfrage, ob Hephaistion göttlich verehrt und ihm geopfert werden dürfe.
Herr Dikas erhielt den Auftrag, den Verstorbenen zur Trauerfeier nach Babylon zu überführen, wo ein gigantischer Scheiterhaufen und ein monumentales Grabmal errichtet werden sollten. Die Stelle Hephaistions als Chiliarch wurde nicht wieder besetzt. Alexander war außer sich vor Schmerz. Doch es wäre untypisch für Alexander gewesen, wenn er nicht trotz seines Kummers bereits neue Eroberungspläne geschmiedet hätte. Das Ende. Die Vorstellungen, die man sich in der damaligen Welt von Arabien machte, waren gewiss nicht klarer als die von Indien in den Zeiten vor dem Feldzug von 327 bis 325. Vor allem fehlte noch die Kenntnis davon, dass dieses Land zum größten Teil aus Wüste bestand. Man hielt es im Gegenteil sogar für besonders reich, kamen doch viele kostbare Dinge aus diesem Teil der Welt. Dass die Araber nur Zwischenhändler für den fernen Osten, vor allem Indien waren, wusste die damalige Mittelmeerwelt nicht. Alexanders Plan ging nun dahin, das gewaltige, unbekannte Land durch eine kombinierte Aktion von Land- und Seestreitkräften zu unterwerfen. Ein kühner Plan, ganz zu dem Welteroberer passend. Bei Babylon ließ er einen Hafen für nicht weniger als 1000 Kriegsschiffe anlegen. Zahlreiche königliche Beauftragte erschienen in Phönikien und in den anderen Küstengebieten des östlichen Mittelmeeres, um hier das für die Bemannung der ungeheuren Flotte nötige Schiffsvolk anzuwerben. Mit den Mannschaften ließ Alexander aber auch zahlreiche Schiffe in zerlegtem Zustand auf dem Landweg vom Mittelmeer nach dem oberen Euphrat schaffen. Während all dieser Vorbereitungen stachen von der Mündung des Euphrat aus hintereinander 30 Ruderer unter der Führung besonders bewährter Kapitäne in See, um die arabischen Küstengewässer zu erkunden, ehe die Riesenflotte ihre Fahrt antrat. Dass keines dieser Schiffe über das Kap Makeda an der arabischen Ostküste hinauskam, konnte Alexander in seinem Entschluss nicht wankend machen, mit dem Heer und Flottenzug noch im Sommer des Jahres 323 zu beginnen. Im Mai des Jahres 323 war die Stadt Babylon voll kriegerischen Lebens. Die neuen Truppen übten sich und die Flotte lief fast täglich aus, um bestimmte Manöver durchzuführen. Der König selbst war oft zugegen, um an die Sieger im Exerzieren und Steuern Lob und goldene Kränze zu spenden. Man wusste, dass der Feldzug kurz bevorstand. Auch kehrten die Boten, die bei den Priestern des Ammon angefragt hatten, aus Ägypten mit positiven Nachrichten zurück. Hephaistion sei wie einem Gott zu huldigen und zu opfern. Der Tag zur Abfahrt der Flotte und zum Beginn des arabischen Feldzuges war schon bestimmt. Da hatte Alexander die Freunde bei sich zum Abschiedsmahl versammelt, das er am 30. Mai 323 für seinen Admiral Nearchus gab. Die meisten Gäste hatten sich schon verabschiedet, da kam der Thessaler Medius, ein Freund des Königs, und bat ihn, noch einen Schlummertrunk bei ihm zu nehmen. Alexander mochte den biederen Medius sehr gern und er nahm die Einladung an. Als sich die Männer im Morgengrauen trennten, versprach Alexander einen weiteren Besuch für den nächsten Abend. Der König ging heim, badete und schlief bis spät in den Tag hinein. Zur Abendtafel ging er wieder zu Medius, und die Männer zechten fröhlich bis spät in die Nacht. Nach der Heimkehr fühlte Alexander sich unwohl, badete, aß ein wenig und legte sich fiebernd auf sein Lager. Am Morgen des 1. Juni erwachte er schweißüberströmt. Er musste sich auf seinem Lager zum Altar tragen lassen, um das übliche Morgenopfer darzubringen. Anschließend ließ er die Generale zu sich kommen und gab ihnen die nötigen Befehle für den Aufbruch. Das Landheer sollte am 4. Juni aufbrechen. Die Flotte dagegen, mit der er selbst mitfahren wollte, den Tag darauf. Aber sein Zustand besserte sich nicht. Gegen Abend ließ er sich auf seinem Lager zum Euphrat hinab und auf ein Schiff tragen. Über den Strom fuhr er zu den berühmten Gärten der Semiramis. Dort nahm er wiederum ein Bad und verbrachte, gequält von Fieberschauern, die Nacht. Am nächsten Tag besuchte ihn sein Freund Medius und versuchte, ihn aufzuheitern. Doch das Fieber nahm zu, des Königs Zustand verschlimmerte sich. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Der König verschob die Abfahrt der Flotte auf den 6. Juni. Der Tag der Abfahrt kam.
Alexander war so geschwächt, dass er den Göttern nicht mehr opfern konnte. Wieder wurde die Abfahrt verschoben. Am 7. Juni befahl der König, dass sich die Generale im Vorzimmer versammeln sollten. Die Hauptleute und Offiziere warteten währenddessen tief bekümmert im Schlosshof. Alexander selbst ließ sich aus den Gärten zurück in das Schloss tragen. Er wurde immer schwächer, konnte nicht mehr sprechen. Diese Nacht, den folgenden Tag, die nächste Nacht wütete das Fieber mit mörderischer Gewalt im geschwächten Körper des Herrschers. Die Meldung von der schweren Erkrankung des Königs rief im Heer und in der Stadt Entsetzen hervor. Die Makedonen drängten sich um das Schloss, verlangten energisch, ihren König zu sehen. Sie fürchteten, er sei schon tot und man würde es ihnen verschweigen. Sie drohten so lange, bis man ihnen die Tür öffnete. Dann gingen sie alle nacheinander am Lager des Königs vorbei. Alexander hob das Haupt ein wenig, reichte jedem die rechte und winkte mit den Augen seinen Veteranen den Abschiedsgruß zu. Zum Sprechen war er schon zu schwach. Am nächsten Tag, am 11. Juni 323, starb Alexander, nicht ganz 33 Jahre alt. 12 Jahre war er auf dem Thron. Die Nachwelt nannte ihn den Großen. Auf die Frage, wem er sein riesiges Reich vermache, soll er geantwortet haben: dem Stärksten. In dem Augenblick, als das Schicksal den König vom Schauplatz seiner Macht berief, begann der Zerfall seines Reiches. Seine Ideen aber beherrschten weiterhin die Welt. Die Vision Alexanders des Großen von einer Orient und Okzident umspannenden Einheit hellenischen Geistes und hellenischer Kultur wurde zur Wirklichkeit einer sich über Jahrhunderte erstreckenden Epoche der Geschichte. Letzte Ruhe in Ägypten. Zu Lebzeiten überstrahlte Alexander sie alle. Erst nach seinem Tod tritt das wahre Format seiner Mitarbeiter in Erscheinung. Nun können sie sich voll entfalten, und so stehen dann auf einmal so mächtige Männer da wie Ptolemaios der Erste Soter, der in Ägypten die Dynastie der Ptolemäer gründet, die erst mit der Königin Kleopatra endet. Seleukos der Erste Nikator, der den asiatischen Teil von Alexanders Eroberungen in Besitz nimmt. Oder Antigonos, zu Alexanders Zeit ein blasser Schatten, der sich zu einem mächtigen Herrscher aufschwingt. Der letzte Wunsch des Königs, bei seinem Vater Amon in der fernen libyschen Oase bestattet zu werden, blieb unerfüllt. General Ptolemaios ließ Alexanders Leiche in einem pompösen Trauerzug auf einem kostbar geschmückten Wagen nach Ägypten überführen. In Alexandria fand Alexander seine letzte Ruhestätte in einem Glassarg. Es ist nicht ohne tiefere Bedeutung, dass sich mit Alexanders sterblichen Überresten auch der politische Schwerpunkt der Welt verschob. Kurze Zeit nachdem Babylon aufgehört hatte, die Hauptstadt des Alexanderreiches zu sein, ging seine ruhmreiche Geschichte zu Ende. Die Stadt sank zu provinzieller Bedeutungslosigkeit herab und wurde schließlich unter Wüstensand vergraben. Alexandria wurde für eine lange Zeit die neue Metropole des Mittelmeers. Es schien, als sei mit dem Leichnam auch der Geist Alexanders nach Westen gewandert. Noch Kaiser Augustus hat Alexander, so viel ist verbürgt, in seinem Glassarg ehrerbietig Reverenz erwiesen. Aber bald darauf verliert sich die Spur des Welteroberers. Das Grab Alexanders des Großen, über viele Jahrhunderte die Mitte der hellenischen Welt, ist heute verschollen.